Wenn dir etwas kalt, ob ich meinen anderen Mantel schnell hole, weil die Jacke... Ja, sehr gerne. Ja, ja, dann holen wir ganz schnell doch einen anderen Mantel, weil dann kann ich den Mantel anbehalten. Ja, der Kälte empfindlich. Verfroren. Gelobt sei Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen. Ihnen allen, die Sie gekommen sind heute Abend nach Maria Schutz und allen, die uns jetzt auch über den Livestream verbunden sind, ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Michael Hesemann heute wieder bei uns sein darf in Maria Schutz. Viele kennen ihn schon durch seine Vorträge. Er war auch jüngst, jetzt erst im vergangenen Jahr, bei uns hier in Maria Schutz und hat uns referiert über die Erscheinungen in Sievernich und hat auf gute Resonanz gestoßen. Und heute ist er gekommen, um uns etwas über den Erscheinungsort Garabandal zu erzählen. Ich darf Sie kurz vorstellen. Er ist geboren 1964, hat studiert. Er ist Historiker und Autor zahlreicher internationaler Bestseller zu den Themen Kirchengeschichte und katholische Mystik und vor allem auch Marienerscheinungen. Er studierte Geschichte und Kulturwissenschaft an der Universität in Göttingen und lebt heute in Neuss. Ich glaube, es ist bei Köln. Neuss ist bei Köln, ist das richtig? Zwischen Düsseldorf und Köln. Zwischen Düsseldorf und Köln und in Rom, wo er auch als Vatikan-Journalist tätig ist und auch in den Vatikanischen Archiven forscht und studiert. Er hat 47 Bücher in 16 Sprachen, sind sie erschienen, eine Weltauflage von 2 Millionen verkauften Exemplaren und darunter eben auch sein jüngst erscheinendes Buch Garabandal, Warnung und Wunder. Ich möchte es ganz kurz einführen. In ihrem Buch steht geschrieben in der Einführung, zwischen 1961 und 1965 erschien die Gottesmutter vier Mädchen in San Sebastian in Garabandal, einem Bergdorf im Norden Spaniens.
und warnte vor einer noch nie dagewesenen Krise des Glaubens und der Kirche zu Beginn des dritten Jahrtausends, die selbst vor Bischöfen und Kardinalen nicht Halt machen würde. Gleichzeitig offenbarte sie den Ausweg aus dieser Krise und versprach eine Warnung und ein Wunder, die der Welt beweisen würden, dass Gott existiert. Selbst Päpste wie Paul VI., Johannes Paul II., der heilige Pater Pio, die heilige Mutter Teresa von Kalkutta waren von der Echtheit dieser Erscheinungen überzeugt. Doch erst in unserer Zeit scheinen sich ihre Prophezeiungen zu erfüllen. Und so freuen wir uns und sind gespannt auf diese Ausführungen, was uns der liebe Gott durch Garabandal einfach mitteilen möchte für diese Zeit, an diesem Ort, heute und darüber hinaus auch im Kontext der Marienerscheinungsorte, die Sie auch immer wieder auch besuchen und ein guter Kenner sind. Und so wünsche ich uns allen jetzt einen spannenden Vortrag, einen heilsamen Vortrag und dass der Herr uns einfach das gibt, mitgibt in unsere Herzen, was uns verändert, was uns zur Umkehr bewegt, was uns immer mehr und näher hineinführt in das Herz Mariens und in das Herz Jesu. Und dass uns das allen gelingt, sowohl im Referierenden als auch im Zuhörenden, wollen wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns unsere Herzen öffnet. Und wir singen im Gotteslob 347.
Grüß Gott und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im Livestream im Internet. Ich habe mich heute gefragt, ob ich in Maria Schutz oder in Maria Schnee gelandet bin bei den Temperaturen und ob die Patres hier Passionisten oder doch Eisheilige sind. Wie dem auch immer sei, ich bitte um Verzeihung, dass ich meinen Mantel anbehalte, aber es ist hier in dieser wunderschönen Kirche vor dem schönsten barocken Hochaltar von Österreich doch ein wenig kalt, auch wenn dieser herrliche Gesang mein Herz erwärmt. Wir sprechen heute über eine Marienerscheinung, die noch nicht von der Kirche anerkannt wurde. Darum muss man vorweg sagen, dass wir das Urteil natürlich nicht vorwegnehmen wollen, dass nur unsere heilige Kirche alleine aussprechen darf über Privatoffenbarungen. Es wurde nun gerade eine vatikanische Beobachtungsstelle für Marienerscheinungen ins Leben gerufen, weil es eben auf dem Gebiet der Privatoffenbarungen nicht nur Wertvolles gibt, sondern leider auch viel Schindluder getrieben wird. Ich habe nun gerade etwas ganz Furchtbares im Internet gelesen. Eine angebliche kolumbianische Nonne, die es gar nicht gibt, behauptete, sie hätte eine Erscheinung gehabt vom Papst Benedikt, der hätte ihr sein Testament offenbart und er wäre also ermordet worden von Erzbischof Genswein, weil er eine Enzyklika noch geschrieben hätte und deren Veröffentlichung sollte verhindert werden. Also ich habe in meinem Leben keinen hanebüchenderen Unfug gelesen, muss ich ganz offen sagen. Und da ich Temperament habe, habe ich mich natürlich gewaltig darüber aufgeregt, wie ein so wunderbarer und großartiger Mensch wie Erzbischof Genswein von einer derartigen Betrügerin kann man nicht mal sagen, was die Frau ja nicht gibt. Also der Betrüger ist der, der das erfunden hat, das als Mörder diffamiert wird. Also ich war selber noch 3 Wochen vor seinem Tod bei Papst Benedikt zu Besuch und ich kann Ihnen sagen, ich bin herausgegangen mit Tränen in den Augen und habe Erzbischof Genswein gesagt, also es bricht mir das Herz, wenn ich mir vorstelle, das war unsere letzte Begegnung. Und Erzbischof Genswein antwortete, ja, nach menschlichem Ermessen war es da wohl die letzte Begegnung, weil es ging ihm so schlecht. Und es ging ihm wirklich schlecht, er konnte kaum sprechen, er hatte Schwierigkeiten mit dem Atmen, die Bronchien waren verschleimt, er hustete ständig und man merkte wirklich, wie schwach er war. Und deswegen war die Nachricht vom 31. Dezember nun nicht so überraschend. Ich habe damit gerechnet. Ich habe auch meine ganzen Reisepläne erstmal auf Eis gelegt, weil ich wollte natürlich und habe dann auch an der Beerdigung teilgenommen. Aber zu behaupten, er wäre dann eben ermordet worden, ist so ein Humbug. Mit 95, 3/4 Jahren hat ein Mensch auch das Recht, einen natürlichen Tod zu sterben, wenn der Körper nicht mehr mit kann und eine Enzyklika zu schreiben, nachdem er schon seine letzte Enzyklika im Amt nicht fertig geschrieben hat, weil ihm die Kraft fehlte. Also das ist ein völliger Unfug, wie man ihn sich wirklich schlimmer nicht mehr vorstellen kann. Unbemerkt, wo Erzbischof Genswein und die 4 Memores Domini, die 4 Schwestern, die den Haushalt gemacht haben, doch immer bei ihm waren, gerade weil er eben in einem Zustand war, in dem man Pflege brauchte. Und wo auch seine treue Sekretärin, Schwester Birgit, alles getippt hat, was er mit der Hand geschrieben hat. Und die sollen alle nicht mitbekommen haben, dass er eine so große Arbeit wie das Schreiben einer Enzyklika, wo man viele, viele Tage für braucht, vielleicht Wochen für braucht, soll er heimlich gemacht haben und dann alle überrascht haben. Also ich möchte nur das vorweg sagen, darum muss man bei Privatoffenbarungen sehr vorsichtig sein, weil es eben skrupellose Scharlatane und Betrüger gibt und weil eben der Teufel auch manchmal die Gläubigen von der Kirche wegtreiben will. Garabandal aber ist ein anderer Fall. Im Falle von Garabandal haben wir immerhin 4 große Heilige, die sich für Garabandal ausgesprochen haben und die Brücke von Garabandal ist im Kern eine tief im Glauben uns bekräftigende Botschaft, vor allen Dingen eine Botschaft, die die Verehrung der heiligen Eucharistie auf wunderbare Art und Weise
wieder belebt und in unsere Herzen trägt. Und Garabandal ist nur darum noch nicht anerkannt, weil es verschiedene Prophezeiungen, über die wir noch reden werden, gab, die noch nicht eingetroffen sind. Gott sei Dank, weil eine davon ist das Strafgericht. Insofern muss die Kirche natürlich warten, bevor die eingetroffen sind. Aber immerhin der heilige Pater Pio von Pietrelcina, einer der größten Heiligen, die im vergangenen Jahrhundert gelebt haben, hat sogar den Kindern von Garabandal einen Brief geschrieben: Gesegnete Mädels von San Sebastian de Garabandal, sie glauben euch nicht in euren Gesprächen mit der weißen Dame, aber sie werden glauben, wenn es zu spät ist. Oder der heilige Papst Paul VI. Sagte dem Pater Escalada, einem Jesuitenpater, der ihn gemeinsam mit dem General der Gesellschaft Jesu, dem Pater Urupe, in einer Privataudienz besuchte, dem sagte Papst Paul VI., Garabandal ist die schönste Geschichte der Menschheit seit der Geburt des Herrn. Es ist wie ein zweites Leben der allerheiligsten Jungfrau auf Erden und ich habe keine Worte, um dafür meinen Dank auszudrücken. Der heilige Johannes Paul II. Schrieb dem deutschen Garabandal-Experten Albrecht Weber, leider verstorben vor vielen Jahren und seine Bücher stammen aus den 90er Jahren, darum war es dringend notwendig, ein aktuelles Buch zu schreiben, was ich dann auch gemacht habe mit dem Buch Garabandal, Warnung und Wunder. Aber dem hat Johannes Paul noch persönlich geschrieben, möge die Botschaft der Gottesmutter Zugang zu den Herzen finden, bevor es zu spät ist. Und die heilige Mutter Teresa von Kalkutta war mit 3 der 4 Seherkinder von Garabandal befreundet, hat in einem Fall war sie auch die Taufpatin eines Kindes, einer der Seherkinder. Und sie schrieb dem Bischof von Santander, dem zuständigen Ortsbischof, der ja die Untersuchung führte. Es war 1970, als ich das erste Mal von den Erscheinungen in San Sebastian de Garabandal erfuhr. Von Anfang an fühlte ich, dass die Ereignisse authentisch waren. Also hier haben wir 4 Heilige, die Garabandal anerkannt haben. Wo liegt nun Garabandal? Wir haben wahrscheinlich den Namen außerhalb der Kunde von Marienerscheinungen noch nicht gehört, als geografischen Ort, können ihn nicht einordnen. Garabandal liegt praktisch am Rande des alten Jakobsweges. Das Grab vom heiligen Jakob wurde ja im 8. Jahrhundert entdeckt in Santiago de Compostela. Und damals war ganz Spanien von den Mauren besetzt. Ganz Spanien, nein, es gab eine kleine Region im Norden, wo mutige, tapfere Ritter das Christentum verteidigten, die Reliquien hüteten, die man aus dem ganzen Süden in den maurisch besetzten Gebieten in Sicherheit gebracht hat, damit die nicht in die Hände der Ungläubigen fallen und dann Stück für Stück die Reconquista, die Rückeroberung betrieben haben. Und darum, weil eben alles südlich maurisch war, dieser Bergkette im Norden, war der ursprüngliche Pilgerweg, der Camino Viejo, der alte Camino nach Santiago, an der Küste entlang, über Santander, über Oviedo nach Santiago de Compostela. Und dort entstand, ich will mal sagen, eine heilige Landschaft. Oviedo wurden die Herrenreliquien niedergelegt, unter anderem das Bluttuch des Herrn, was der Herrn nach dem Tod am Kreuz um den Kopf gebunden wurde, weil man auch im Judentum das Antlitz von einem Verstorbenen verhüllte und was er trug, bis er ins Grab gelegt wurde, was auch im Johannesevangelium erwähnt wird, von der Blutgruppe, von den Pollen, von allem her identisch mit dem Turiner Grabtuch, die gleichen Blutflecken an den gleichen Stellen, deckungsgleich kann man übereinander legen, das finden wir in Oviedo. Und es gibt sogar einen alten Spruch, wenn du nach Santiago gehst, aber nicht nach San Salvador, zur Kirche von Oviedo, der Kathedrale von Oviedo, dann verehrst du den Diener, aber nicht den Herrn. Weil die Herrenreliquien sind in Oviedo, heute noch in der Camara Santa der Kathedrale. Weiter östlich liegt ein wunderbares Kloster Santo Toribio de Liebana. Und da wird die größte Kreuzreliquie der gesamten Welt aufbewahrt und verehrt. Auch alle paar Jahre findet dort ein heiliges Jahr statt, wo den Pilgern Ablässe gewährt werden. Und
Das ist also praktisch das spanische Golgotha am Fuße der Picos de Europa, der Gipfel von Europa, diesem wunderschönen schneebedeckten Hochgebirge auf dem Foto. Und direkt praktisch hinter der ersten Bergkette liegt, ich will es mal das spanische Nazareth nennen, um die Worte von Paul VI. Aufzugreifen, San Sebastian de Garbandal. Also am Jakobsweg inmitten dieser heiligen Landschaft von Spanien. Wenn man heute nach San Sebastian de Garbandal kommt, findet man ein mittlerweile auf Vordermann gebrachtes Bergdorf vor. Das war also bei den Erscheinungen war sehr viel ärmlicher und mittlerweile gibt es sogar einzelne Unterkünfte, Pilgerhäuser, Pilgerunterkünfte und man findet natürlich an der Stelle, wo die Erscheinungen waren, Kapellen. Die Orte, die hier eine Rolle spielen, gleich in den Schilderungen der Erscheinungen, sind vor allen Dingen natürlich die Kirche der Stadt, die wir sehen, eine alte romanische Kirche. Dann die Caleja, das ist ein kleiner Weg, der vom Süden her auf einen kleinen Hügel führt, wo die Kiefern stehen. The Pines auf Englisch hier an dem Ding. Und die Caleja ist dieser Hohlweg, dieser steinerne Weg. Und entweder in der Kirche, auf dem Weg von der Kirche zu den Kiefern auf der Caleja oder im Bereich der Kiefern fanden die meisten Erscheinungen statt. Und nun haben Sie gesehen, dieses wunderhübsche Dorf. Und nun gehen wir in der Zeitmaschine zurück, 60 Jahre in die Zeit, in der die Erscheinungen stattgefunden haben. Und da war San Sebastian de Garabandal ein sehr armes Dorf, sehr einfach, ohne Elektrizität, ohne fließend Wasser, ohne geteerte Straßen. Und der einzige Weg, wie man in das Dorf kam, war über einen steilen Eselspfad, den man nur bei gutem Wetter mit dem Auto langsam im Schritttempo befahren konnte. Also es gab nicht mal eine befestigte Straße. Dort, Sie sehen das Foto in der Mitte, wo also wirklich Mensch und Vieh gemeinsam auf den Straßen versammelt sind. Dort also, wo die Gottesmutter in einer Erscheinung gesagt hat, also ihr lebt heute noch, wie wir damals in Nazareth gelebt haben. Wo die Zeit stehen geblieben ist, wo die Herzen der Kinder noch rein waren. Dort fanden die Erscheinungen statt. Und nun stellen wir uns die vier Hauptdarstellerinnen dieses göttlichen Theaters vor, die vier Seherkinder. Conchita, die Hauptperson, wie wir später noch sehen werden, sie kristallisierte sich später als die Hauptperson heraus. 12 Jahre alt Marie Cruz, 11 Jahre alt Marie Loli, 12 Jahre alt und Jacinta, 12 Jahre alt. Nun fällt Ihnen auf, da haben drei den gleichen Nachnamen, die sind aber nicht direkt verwandt. Also indirekt schon, wir reden von einem Dorf in den Bergen, aber sind nicht direkt verwandt. Aber der Name González ist einfach in Garabandal ein sehr häufiger Name. Das Leben der Dorfbewohner war sehr eintönig. Es gab nur 2 Grundschulen, eine für Jungs, eine für Mädels, wo in einer Klasse alle unterrichtet wurden. Also nicht wie wir hier, 4 Klassen Grundschule, nein. Eine Lehrerin in einer Klasse wurden alle unterrichtet. Und der Unterricht fing um 10 Uhr morgens an, weil vorher die Kinder noch auf dem Feld arbeiteten und den Eltern geholfen haben. Und dann 3 Stunden Unterricht und dann am Nachmittag nochmal 2 Stunden. Und dann mussten die Kinder schon wieder im Haushalt mithelfen, mitarbeiten. Also das Verbot von Kinderarbeit gab es damals noch nicht. Und am Sonntag natürlich war das ganze Dorf in der Kirche. Auch an jedem Tag waren die in der Kirche und haben den Rosenkranz nach getaner Arbeit um 5 Uhr nachmittags gebetet. Sehr fromme Menschen, das frömmste Dorf im Bistum Santander, hat der Bischof mal erklärt. Und am Sonntag kam dann der Pfarrer, die hatten keinen eigenen Pfarrer, sondern aus dem Nachbardorf und hat dann das heilige Messopfer gefeiert und danach war man dann auf der Plaza, sagt man Spanisch, Piazza in Italien und alle haben mit allen, egal wie das Wetter war, geplaudert, vielleicht irgendwie ein bisschen Essen serviert, die Kinder haben gespielt und an einem derartigen Sonntag war es auch, als die erste Erscheinung stattgefunden hat. Abends um 8:30, da waren diese 4 Kinder
die wir alle Dorfkinder einander kannten, nicht besonders eng befreundet waren, aber eben auch mal miteinander gespielt haben. Und die Erwachsenen haben sich wieder unterhalten, was machen wir, auch spielen wir. Ach, beim Lehrer, da sind gerade frische Äpfel an dem Apfelbaum, klauen mir doch ein paar Äpfel. Gut, soll man nicht, aber es waren ja Kinder. Also sind sie hingegangen, haben ein paar Äpfel vom Lehrerbaum geklaut, sind dann ein Stück weiter gelaufen auf die Kaleha, haben sich dort hingesetzt und haben die Äpfel gegessen. Die waren natürlich sauer, weil es war ja Juni und das Wetter ist nicht viel wärmer als hier in Maria Schutz. Insofern, die Apfelbäume blühen auch noch nicht, hat man mir erklärt, eben als ich hier hinkam. Und dann haben die Kinder auch sehr schnell Gewissensbisse bekommen und haben dann gesagt, also wir sind ja eigentlich gerade vom Teufel versucht worden, und haben dann Steine genommen, haben die nach der linken Seite geworfen, weil nach der spanischen Volksvorstellung sitzt auf der linken Schulter der Teufel, auf der rechten der Engel, und der eine flüstert einem das Schlechte und der andere das Gute zu. Und haben dann, ja, wie gesagt, haben also bereut. Und auf einmal sah Conchita etwas, erstarrte und sah eine sehr schöne Gestalt, die hell leuchtete, dabei aber gar nicht meine Augen blendete. Und weil sie so völlig starr auf einmal in die Richtung schaute und nur oi, 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 dachten die anderen Kinder, sie würde irgendeinen Anfall bekommen, ist die krank oder was ist los? Aber dann fielen auch sie in Ekstase und stammelten auch, ei, oh, der Engel, El Angel, El Angel. Und sahen den Engel auch. Und dann folgte andächtiges Schweigen, der Engel sagte auch nichts. Und als der Engel dann verschwunden war, liefen die sofort ins Dorf, erzählten, was sie gesehen haben, und Angel, und Angel, und keiner wollte ihnen glauben. Und dann gingen sie in die Kirche und beteten, und auf dem Rückweg trafen sie die Lehrer, und die Lehrer sagte nun, wenn es wirklich ein Engel war, dann erzählten sie natürlich auch davon, dann kommt einfach wieder. Die Schilderung von dem Engel ist sehr konkret, sehr genau von den Kindern. Er trug ein langes, nahtloses, blaues Gewand. Er hatte recht große, rosafarbene Flügel. Sein Gesicht war klein. Es war nicht lang und es war nicht rund, sondern irgendwo dazwischen. Seine Augen waren braun. Er hatte schmale Hände, kurze Fingernägel, sah aus wie ein Neunjähriger. Doch obwohl er wie ein Kind erschien, machte er doch den Eindruck, dass er sehr stark ist. Am nächsten Tag war das natürlich Tagesgespräch, haben ja alle mitbekommen. Und die einen spotteten, die anderen waren neugierig, wie dem auch immer sei. Auf jeden Fall folgten die Mädels dem Rat der Lehrerin und gingen abends wieder um 8:30 an die Stelle, wo der Engel ihnen erschienen war, und beteten, aber nichts geschah. Erst im Bett hörte Conchita eine Stimme, mach dir keine Sorgen, du wirst mich wiedersehen. Am nächsten Tag gingen sie wieder abends dorthin, und diesmal begleiteten sie zwei Frauen und einige Dorfbewohner, die dann, als noch nichts geschah, sagten, ja, betet intensiver. Und nach dem letzten Vaterunser fielen sie in Ekstase. Ihre jungen Körper knieten bewegungslos auf dem steinigen Boden, doch ihre Seelen schienen sich von ihnen gelöst zu haben, entrückt an einen anderen Ort zu sein. Ihre Gesichter waren starr zum Himmel gerichtet, als würden sie in die Unendlichkeit schauen, während sich zu hellen Schienen und eine geradezu überirdische Schönheit annahmen. Ihre Münder waren halb geöffnet, während ein sanftes Lächeln über ihr Wangenstrich und das Strahlen ihrer weit geöffneten Augen betonten. Wieder sahen sie den Engel, der noch immer schwieg. Am 24. Juni, jetzt schon gegen 8 Uhr, jetzt vor hunderten Schaulustigen, weil das hat sich rumgesprochen, da kamen die Leute aus den Nachbardörfern, da geschieht ja eh nicht viel, und das spanische Fernsehprogramm damals war ohnehin nicht so gut, nein, es gab noch gar kein Fernsehen in dem Dorf. Also die Menschen kamen von weit her, eher aus Kuriosität, nicht aus Glauben, muss man ganz offen sagen. Der Glaube kam später, aus reiner Neugierde, und der Engel erschien wieder, schwieg, aber die Kinder erkannten diverse Worte und lateinische Zahlen, die zu seinen Füßen erschienen, von denen sich die Kinder aber nur merken konnte, Hai, es ist notwendig, 18 und 1961, aber in lateinischen Zahlen. Und die Kinder fragten, was hat das zu bedeuten? Doch der Engel lächelte nur. Wir kommen noch darauf.
Wer mittlerweile 3000 Schaulustige dann am 25. Juni die Kinder umlagerten und die Dorfbewohner zu ihrem Schutz eine Art Gatter, den Quadro, bauten, damit die Kinder nicht erdrückt werden von den Schaulustigen, fanden erste Untersuchungen statt. Der Vater von Mariloli war der Ortsvorsteher von Garabandal, Art Bürgermeister, aber eben in einem kleinen Dorf. Und er hat den einzigen Arzt der Region, Dr. José Luis Guñón, gebeten, die Kinder zu untersuchen. Der für Garabandal zuständige Brigadier der Guardia Civil, also der Polizei, muss man sagen, der Landespolizei, Alvarez Seco, gab zu Protokoll. Während der Ekstase versuchte der Arzt, Conchita hochzuheben, wohl aufgrund des extremen, exzessiven Gewichtes, das ihr Körper in diesem Zustand annimmt, konnte er sie nicht lange halten und ließ sie aus beträchtlicher Höhe fallen. Dabei fiel sie auf ihre Knie, die ein lautes, krachendes Geräusch machten. Als die Ekstase vorüber war und die Mädchen untersucht wurden, waren die Spuren von Conchitas Aufprall deutlich zu erkennen, zusammen mit den Kratzern, Prellungen und Einstichwunden, die von den Tests hervorrührten, die man an den Seherinnen vorgenommen hatte. Während sie nicht die geringste Reaktion auf diese Verletzungen zeigten, sie hatten auch nichts bemerkt, noch empfanden sie Schmerz, als die Ekstase vorüber war. Nur die Verletzungen blieben. Also die Kinder waren in einem Zustand, in dem sie keinen Schmerz verspürten und in dem dieser Arzt sie mit Nadeln stechen und mit Taschenlampen in die Augen scheinen konnte. Nicht mal die Pupillen haben sich verändert. In den folgenden Tagen gab es dann keine Erscheinung. Erst am 28. erschien der Engel wieder und lächelte. Doch am 1. Juli, damals Maria Heimsuchung. Und Maria Heimsuchung hatte für die Menschen von Garabandal damals eine besondere Bedeutung, weil, da heißt es ja im Lukas-Evangelium, nach einigen Tagen machte sich Maria und eilte in eine Stadt im Bergland. Gemeint war natürlich Enkarem, wo die heilige Elisabeth, die Tante der Gottesmutter, wohnte, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und dann erleben wir dieses wunderschöne Magnificat, als sich die beiden Frauen begegneten und das Kind im Mutterleib von Elisabeth sich freute, vor Freude tanzte, weil es eben seinem Herrn zum ersten Mal begegnete. Übrigens eine interessante Sache für den Lebensschutz, dass also wirklich auch die beiden Kinder schon ganze Menschen waren, die einander erkennen konnten im Mutterleib, obwohl das eine war 6 Monate und das andere war gerade frisch im Mutterleib entstanden. Wie dem auch immer sei, auf jeden Fall wieder vor Tausenden von Schaulustigen. Wir sehen hier eine Aufnahme mit dem Gatter, dem Quadro, hinter dem die Kinder dann knien konnten. Und nun war die erste Botschaft des Engels. Und der Engel sagte den Kindern: Wisst ihr, warum ich gekommen bin? Ich möchte euch ankündigen, dass morgen am Sonntag die Jungfrau Maria euch als unsere liebe Frau vom Berg Karmel erscheinen wird. Die Kinder waren hellauf begeistert. Wir hoffen, sie kommt bald, jauchzten vor Freude. Und da war es wirklich der Fall. Am 2. Juni 1961 die erste Marienerscheinung. Noch bevor wir an der Stelle der Erscheinungen, der Engelserscheinungen angekommen waren, erschien die selige Jungfrau, La Virgen, sagt man in Spanien, mit einem Engel zu jeder Seite, schrieb Conchita in ihr Tagebuch. In Braun, auch ihre Hautfarbe war dunkel, aber etwas heller als die der Engel. Sie war schlank und hochgewachsen, wobei sie wie ein junges Mädel von 17 oder 18 Jahren wirkte. Ihre kleinen, schmalen Hände schienen weit geöffnet. Von ihrem rechten Handgelenk hing ein braunes Kapulier herunter, das sie in der Tat als unsere liebe Frau vom Berg Karmel auszeichnete. Nun hat man sich sehr gewundert, weil in der spanischen Ikonografie unsere liebe Frau vom Berg Karmel in Karmeliterinnenhabit dargestellt wird. Wir sehen hier eine typische volkstümliche Darstellung unserer lieben Frau vom Berg Karmel in der Mitte, wie sie in Spanien überall zu finden ist. Was die Kinder nicht wussten, nicht wissen konnten, und das spricht eben dagegen, dass die kindliche Fantasie sich da irgendwas ausgedacht hat, war, dass die Urkunde auf dem Berg Karmel
wo also schon im Altertum Eremiten lebten, die die Gottesmutter verehrten. Es war ja auch der Berg, wo der Prophet Elias Zuflucht suchte, nachdem er die Priester des Baal vor die Hausforderung gestellt hat. Auch vorher hat er dort Zuflucht gesucht und gebetet. Und in dem Kloster auf dem Berg Karmel wird die Gottesmutter vom Berg Karmel in dieser wunderschönen Ikone mit einem blauen Mantel und einem weißen Gewand dargestellt. Und noch eine interessante Sache, in Fatima, bei der letzten Erscheinung in Fatima, am 13. Oktober 1917, unmittelbar vor dem Sonnenwunder, erschien die Gottesmutter als unsere liebe Frau vom Berg Karmel, aber mit weißem Gewand und blauem Mantel. Und als Lucia, eines der Seherkinder von Fatima, die einzige, die überlebt hat, die anderen beiden starben ja an der damaligen Corona-Pandemie, an der spanischen Grippe. Und als sie von Garabandal hörte, war sie sofort hellauf begeistert und sagte, dann ist sie wirklich wiedergekommen. Und der Bischof von Liriam Fatima, Bischof Venanzio, oder auch der Beichtvater war von Schwester Lucia, wurde einer der großen auch Verteidiger von Garabandal. Auf jeden Fall schreibt Conchita in ihrem Tagebuch, an diesem Tag besprachen wir viel mit der seligen Jungfrau und sie mit uns. Wir erzählten ihr alles. Wir erklärten ihr, dass wir hinaus auf die Felder gehen, dass wir von der Sonne gebräunt sind, dass wir Heu stapeln und vieles andere mehr. Und sie lachte, als wir ihr all diese Dinge in ihrer kindlichen Naivität erzählten. Ihr habt bei euch viele Dinge noch so, wie ich sie in meinem Leben auch gehabt habe, erwiderte die Gottesmutter und meinte ihr Bergdorf Nazareth. Ihre Stimme war glockenklar, lieblich und wunderbar, so ungewöhnlich, dass es kaum beschreiben kann, erinnerte sich Conchita. Es gibt keine Frau auf der Welt, die der seligen Jungfrau ähnelt, weder in ihrer Stimme noch in irgendetwas anderem. Alle vier Kinder stimmten darin überein, dass ihre Stimme unverwechselbar und sehr melodiös war, schreibt der Polizeioffizier, der Brigadier Alvarez Seco. Am Ende forderte sie die Kinder auf, den Rosenkranz zu beten. Nun, in Spanien rezitiert man den Rosenkranz sehr schnell, muy rápido. Und die Kinder machten keine Ausnahme und das gefiel der Gottesmutter gar nicht. Und so betete sie ihn danach noch einmal mit den Kindern, um uns zu zeigen, wie man es besser machen kann. Und für die Anwesenden war es faszinierend, mitzuerleben, wie Conchita, Jacinta, Luli und Marie Cruz zuerst im gewohnten Alttempo, gegrüßet sei Maria voll der Gnade der Herr, mit dir in dem Tempo beteten. Spanier reden ja sehr schnell. Und dann auf einmal ganz langsam, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, und oft auch gesungen haben. Und es gibt eine Reihe von Tonbandaufnahmen, die in den folgenden Monaten entstanden, die finden Sie auch auf dem Internet und die legen noch heute Zeugnis davon ab. Haben wir hier Internetverbindung, dann kann man es abspielen. Haben wir Internetverbindung, dann schaue ich mal eben, dann können wir auch Filme gleich spielen, ob wir hier die Verbindung herstellen. Das wäre nämlich ganz hübsch. Dann gehen wir mal hier runter und gehen auf das hier. Kirche Maria Schutz. Okay, verbinden. Netzwerkschlüssel. Denken Sie daran, wir haben eine Live-Übertragung. Bitte keine geheimen Daten. Nein, ist nicht korrekt. Vielleicht habe ich irgendwie eine große Kleinschreibung, Kloster.
schön das Ave Maria klingt, wenn die Kinder es beten, so wie die Gottesmutter ihnen das beigebracht hat. Am 3. Juli dann erschien die Gottesmutter mit dem Jesuskind. Bei ihrer zweiten Erscheinung hatten sie das Kind dabei. Es sagte nicht viel, aber es lachte. Dürfen wir es mal halten? Fragten die Kinder in ihrer ganzen Naivität. Wieder lächelte Maria und reichte es ihnen. Die Anwesenden bekamen mit, wie die Mädels in diesem Augenblick nach etwas Unbekanntem zu greifen schienen, das sie hielten, an sich drückten und liebkosten, wie man es mit einem Baby macht. Conchita, sagt Walter, weil wir doch mit dem Jesuskind spielen wollten, griffen wir nach ein paar Kieselsteinen. Ich steckte sie in meine Zöpfe und Loli in ihre Ärmel. Jacinta bot sie ihm an, doch es nahm sie nicht. An diesem Punkt sahen die Schaulustigen und Pilger, dass die Kinder die Kieselsteine, mit denen sie eben noch gespielt hatten, der Gottesmutter hinhielten und sie baten, diese zu küssen. Später klärten sie, die heilige Jungfrau habe darum gebeten, nachdem ihr Sohn mit den Kieseln nicht spielen wollte. Das brachte die Menschen auf die Idee, den Mädchen geweihte Gegenstände in die Hand zu drücken, die sie gerade dabei hatten, etwa ihren Rosenkranz, eine Medaille oder auch ihren Ehering, nur um zu erfahren, dass die auch von der Gottesmutter geküsst wurden. Und darauf entwickelte sich eine Art Routine und das Küssen geweihter Gegenstände wurde zum festen Bestandteil auch der künftigen Marienerscheinungen von Garbandal. Und Sie sehen hier also Beispiele davon, wie dann die ganzen Rosenkränze eingesammelt wurden und im Knäuel dann, und im Knäuel dann der Gottesmutter gereicht wurden. Im Knäuel der Gottesmutter gereicht wurden und nach der Erscheinung hatte man keine Schwierigkeit, erstmal die wieder herauszukriegen aus diesem Knäuel und die Kinder gaben jeden der richtigen Person. Und das allein schon ist ein Phänomen, was man nicht erklären kann. Also erstmal, wenn ich 30 Rosenkränze in der Tasche habe und die sich natürlich verschlängeln und verschlingen, das ist eine große Handarbeit, die wieder auseinander zu bekommen, sehr viel Fummelei. Und dann, was hat wem gehört? Welcher Rosenkranz hat welchen Menschen gehört? Und es gab keinen einzigen Fehler. Und im Gegenteil, wenn Menschen die Kinder auf die Probe gestellt haben und einen Tag später nochmal den Rosenkranz oder auch dachten, doppelt hält besser, nochmal den Rosenkranz gaben, sagt die Gottesmutter, nein, den hab ich schon geküsst. Oder wenn ein normaler Ring, kein Ehering, Eheringe sind ja gesegnet, ein normaler Ring der Gottesmutter gegeben wurde, nein, 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 den nicht, nur gesegnete Gegenstände. Also wir kommen später drauf, aber das war eines der vielen erstaunlichen mystischen Phänomene, die wir in Garabandal erlebt haben. Auch wenn irgendwie beim Vorbeigehen irgendjemand den Kindern einen Ring an den Finger steckte und die Kinder schon in Ekstase waren und nur zum Himmel schauten, danach wurde der immer an den Richtigen gegeben, auch wenn der Eigentümer ganz hinten stand, am Ende der Menschenmenge, da drängten die Kinder sich durch und haben nie einen Fehler gemacht, haben nie einen Fehler dabei gemacht. Und die geweihten Gegenstände, die haben dann oft mal sehr schön geduftet oder auch von einem leichten Glühen waren sie mal umgeben. Also das waren schon wirklich große Gnadenerweise. Okay, ich werde es nochmal probieren. Dass ich dann am 3. Juli den Kindern sollte die Ausnahme sein. Bei den allermeisten Erscheinungen war die Gottesmutter alleine. Und nun werden wir noch mal ganz schnell eben versuchen, die Internetverbindung herzustellen. Dass das so schwierig war, habe ich nun nicht gedacht. Normalerweise wählt sich das auch automatisch schon ein, weil ich ja auch schon mal hier war. Aber darum bitte ich um Entschuldigung, gerade bei den Zuschauern im Livestream, Kloster und so weiter und so fort. Kontrolle, war bestimmt, habe ich alles richtig geschrieben? Ja, ich habe alles richtig geschrieben. Ja,
Und nun hoffen wir, weil wir haben drei Videobeispiele, die alle drei eigentlich, nein, es geht nicht. Warum auch immer, es geht nicht, dann lassen wir es eben. Wie gesagt, einfach googeln und dann finden Sie es bestimmt. Am 29. Juli 1961 sagte dann die heilige Jungfrau, die vorher den Kindern in der Kaleha, in diesem Hohlweg erschienen war, kommt zu den Kiefern, da möchte ich euch künftig erscheinen. Die Kiefern sind im Jahre 47 am Weißen Sonntag von 9 Kommunionkindern des Dorfes gepflanzt worden auf Anregung von Conchitas Großvater, der damals der Ortsvorsteher, der Bürgermeister von Garabandal war. Und die Gottesmutter mochte den Ort und sagte, der Ort ist heilig, denn Gott liebt diesen Ort. Und die ganzen Anwesenden respektierten den Wunsch der Gottesmutter natürlich. Und insofern wurde das der Hauptort der künftigen Erscheinungen. Und immer mal wieder kam es vor, dass die Gottesmutter sagte, nun müssen aber die Menschen auf der Kaleha bleiben und nur ihr geht nach vorne, weil ich will euch Sachen sagen, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. An den folgenden Tagen offenbarte die Gottesmutter den Kindern nämlich künftige Ereignisse, die so schrecklich und traurig waren, dass sie zu weinen begannen. Wenn die Menschheit nicht auf ihre Botschaften hört und umkehrt, so erfuhren sie, wird ein großes Strafgericht über sie kommen. Zuvor aber gäbe es zwei Ereignisse, die auch die letzten aufrütteln würden, eine Warnung und ein Wunder. Die Warnung würde auf der ganzen Welt zu sehen sein, das Wunder überwiegend in Garabandal. Wir kommen später noch drauf. Schon am 29. Juli hatten zwei Brüder, die beide Jesuitenpatres waren, Ramon und Luis Androy, Garabandal besucht und waren so davon beeindruckt, dass der Pater Luis am 8. August mit ein paar Freunden zurückkam, am Morgen die heilige Messe so andächtig zelebrierte, dass die Seherkinder beeindruckt waren. Am Nachmittag folgte er ihnen zum Erscheinungsort, vernahm, wie die Kinder mit der Gottesmutter sprachen, und als sie sich hinknieten, kniete auch er sich nieder, legte seine Hände ineinander und begann offenbar tief bewegt in die Ferne zu starren. Und dann stammelte er nur noch ein Wort: Milagro, Milagro, Wunder, Wunder. Er war offenbar auch in Ekstase und offenbar sah er das Wunder, von dem die Gottesmutter schon gesprochen hatte. Die Gottesmutter erklärte dann auch den Kindern, dass auch er das Wunder sehen würde, was für die Zukunft angekündigt wurde. Und nachdem er diese Vision hatte, wurde er auf einmal ganz still und fiel in sich zusammen. Und als er dann wieder zu sich kam, wirkte er bedächtig, ja abwesend. Es war dann schon Abend und er verabschiedete sich und gemeinsam mit den Freunden einer wohlhabenden Familie mit eigenem Chauffeur fuhr er wieder heim. Und auf der Fahrt sagte er, ich bin immer noch überglücklich. Was für ein wunderbares Geschenk hat mir die selige Jungfrau gemacht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass alles wahr ist. Warum sollen sie uns nicht auserwählt haben? Heute ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Und dann schlief er im Auto ein und war tot. Bei einer der nächsten Erscheinungen erklärte die Gottesmutter, er sei nun bei ihr im Himmel. Und wie zum Beweis durften sie am 15.8. mit ihm reden. Sein Bruder Ramon war an dem Tag nach Garabandal gekommen und er war so erstaunt, dass die vier Mädels nicht nur in allen Details die Beerdigung von Pater Luis schilderten, sondern auch, was er sie lehrte. Zum Beispiel das Ave Maria auf Griechisch oder Lieder und Gebete auf Deutsch und Französisch. Sprachen, die diese ungebildeten Dorfmädels nie gekonnt haben. Auch zu dem eigenen Ordensgelübde kannten sie alle Details, Dinge, über die nie jemand von den beiden Brüdern gesprochen hatten und die nach menschlichem Ermessen niemand kennen konnte. Und darum wurde also der Ramon Androy, der Jesuitenpater, der Bruder einer der stärksten Befürworter von Garabandal. Und dann wurde irgendwann mal klar, was diese 18 und 1961, diese lateinische Ziffernangabe
die der Engel ihnen gemacht hat, bedeutete, die Gottesmutter sagte dann auch, am 18. Oktober werde ich euch eine Botschaft übergeben, die ihr bitte der Welt verkündet. Und so kam, es war ein verregneter Herbsttag, über 10.000 Pilger und Schaulustige, und alle dachten an Fatima, an den 13. Oktober 1917 mit dem Sonnenwunder in Fatima. Da war ja auch ein total regnerischer Tag, und dann kam die Sonne und drehte sich und kam näher, und alle wurden von einer Hitzewelle erfasst und wurden auf einmal warm und knochentrocken, und der Boden war getrocknet. Aber hier geschah überhaupt nichts in dieser Art. Erst am späten Abend verlasen die vier Kinder in monotonem Singsang ihre Zusammenfassung der Worte der Gottesmutter. Man muss viele Opfer bringen, viel Buße tun und oft das allerheiligste Sakrament besuchen. Vor allem aber müssen wir ein gutes Leben führen. Wenn wir das nicht tun, wird uns eine sehr große Züchtigung befallen. Der Kelch füllt sich schon, und wenn wir uns nicht ändern, wird ein sehr großes Strafgericht über uns kommen. Sie sehen hier eine Originalaufnahme von dem Regentag und von der Handschrift der Kinder. Alle vier haben diese Botschaft unterschrieben. Wenn man genauer hinschaut, ist das eine sehr profunde Botschaft, die alles im Kern sagt, was auch alle anderen Marienerscheinungen sagen. Aber die Menschen hatten sich irgendwo mehr erhofft, so eine große Botschaft von La Salette über viele Seiten mit vielen, vielen Details. Die blieb natürlich aus, und darum waren viele enttäuscht und kehrten Garbandal den Rücken. Bei der übernächsten Erscheinung hörte man dann auch, wie Jacinta sagte: Weißt du, niemand glaubt uns mehr, darum musst du ein ganz, ganz großes Wunder wirken, damit die Menschen wieder glauben. Doch wieder lächelte die Gottesmutter nur und antwortete mit sanfter Stimme: Sie werden glauben. In der Tat, wenn man die Ereignisse in Garabandal betrachtet, dann müssen wir feststellen, so viele Wunder wurden noch nie in einer Marienerscheinung dokumentiert. Kleine Wunder, kein großes Wunder wie das Sonnenwunder von Fatima, aber so viele kleine Wunder. Und ich rede nicht nur von den verklärten Gesichtern der Seherkinder, der Schönheit ihrer Haltung, der Leichtigkeit ihrer Bewegung, sondern zum Beispiel auch die Sprechen in fremden Sprachen, dass sie bei den Erscheinungen so schwer wurden, dass kräftige Männer, wir kommen gleich noch drauf, sie nicht hochheben konnten und so weiter und so fort. Unter all diesen mystischen Phänomenen werden wir einige unter die Lupe nehmen. Alle, die die Gelegenheit hatten, die vier Mädels in ihrer Ekstase zu berühren, berichteten von deutlich spürbaren Veränderungen. Sie waren steif, fühlten sich an, als seien sie versteinert, und waren dabei so schwer, dass selbst die kräftigen Dorfbewohner, Männer, die 100 Kilo mal soeben stemmen können, die mit Baumstämmen hantieren, die nicht hochheben konnten. Aber kaum war die Erscheinung vorbei, war es kein Problem, weil die wogen 35 oder 40 Kilo, die waren ja leicht. Es waren ja 11, 12-jährige Mädels, kann jeder hochheben. Aber in der Erscheinung, während der Erscheinung, unmöglich. Die Mädels selber dagegen entwickelten in Ekstase ungeahnte Kräfte. Nicht mal die kräftigsten Männer konnten ihre Arme bewegen. Einmal fiel Conchita in Ekstase, als sie gerade ein Schaf festhielt, und niemand war in der Lage, das Tier aus ihrer Umklammerung zu befreien. Einmal, da war der König von Belgien, Baudouin von Belgien, der verstorben ist vor ein paar Jahren, als Pilger in Garabandal. Und in dem Moment, wo Conchita in Ekstase fiel, die wusste nicht, dass er der König war, egal, also die lief aus der Kirche raus und sein Fuß war da und die stand auf seinem Fuß und fiel in Ekstase und fiel auf die Knie auf dem Fuß vom belgischen König. Und eine halbe Stunde lang oder dreiviertel Stunde lang dauerte die Erscheinung, und der arme König von Belgien konnte seinen Fuß nicht bewegen. Und so stark war der Druck von ihr. Umgekehrt konnten die Kinder sich gegenseitig hochheben, als wären sie schwerelos. Wir sehen hier ein Beispiel davon, wo einer der Rosenkränze geküsst werden sollte von der Gottesmutter, und die schwebte etwas höher, und eines der Mädels hat das andere hochgehoben. Dann die ekstatischen Fälle, dass auf einmal, wenn die in Ekstase fielen, die Mädels auch umkippten,
Einmal am Anfang sprangen noch Menschen wie Jacintas Mutter vor und haben die dann aufgefangen, aber oft genug war das eben auch nicht der Fall. Und die Mädels blieben in geradezu bizarren Haltungen, während die Erscheinung dauerte, fast auf dem Rücken liegend. Aber interessanterweise, obwohl sie Röcke trugen, auch relativ kurze Röcke trugen, die verrutschten nie auf eine indiskrete Weise. Die Knie blieben immer bedeckt. Und egal, wie sie dort, wir sehen das auch auf dem Foto unten rechts, egal wie sie umfielen, egal was geschah, der Anstand wurde immer gewahrt. Der spanische Wirtschaftsrechtler Professor Sanchez Venturi Pascual bezeugte, wenn die Mädchen eine Ekstase erleben, fallen sie blitzschnell um mit zermalmender Kraft auf ihre Knie. Eine Filmaufnahme, die diesen Augenblick festhielt, wurde in Slow Motion Bild für Bild untersucht. Doch der Fall ist auf keinem einzigen Bild zu sehen. In einem Bruchteil einer Sekunde wechseln sie vom Stand in die kniende Position. Wie kommt es, mag man fragen, dass sie auf spitze Steine fallen und sich dabei nicht verletzen, noch keinen Schmerz zu verspüren scheinen? In einer Trance bewegte sich Conchita auf ihren Knien durch die Straßen von Garabandal, diese Schotterwege, diese Steinwege, trug dabei lange Strümpfe. Danach stellte man fest, dass die Strümpfe unbeschädigt waren, trotz der unebenen, steinigen Oberfläche ihres Weges. Dann Läufe, zum Beispiel wenn sie den Ruf der Gottesmutter beim Rosenkranzgebet in der Kirche verspürten, liefen sie an die Erscheinungsstelle, dem Berg hoch, wo oben die Kiefern standen, die ganze Zeit über starr zum Himmel blickend über Stock und Stein. Über holprige Steine sind nie irgendwo in stolpernden Straucheln gekommen. Manchmal liefen sie auch rückwärts. Auch davon gibt es Filmaufnahmen, wie sie rückwärts den Berg hochlaufen, bei Dunkelheit und wie gesagt, es ist ein reiner Steinweg, nie irgendwas geschehen, war also ganz erstaunlich. Wir haben Filmaufnahmen auch davon, aber leider klappt die Internetverbindung nicht. Und noch etwas Erstaunliches, Levitation. Es gab einen Fall, wo Conchita schwebte, über dem Boden schwebte während einer Erscheinung. Das wurde sowohl von einem Priester wie von einem Polizeikommandanten, dem Brigadier Juan Alvarez Seco, und von einem Arzt. Die waren alle drei gerade im Haus der Mutter von Conchita, die war Witwe, also Conchita hatte keinen Vater mehr, also im Haus der Mutter von Conchita, versammelt, als die Kleine in Ekstase fiel und nach hinten kippte und dann wirklich abhob und über dem Boden schwebte. Das war einmal Ramón García de la Riva, der Pfarrer von Barros, und dann, wie gesagt, war es der Arzt und der Guardia Civil Kommandant. Alle haben das beschrieben. Das größte Wunder aber von Garabandal war ein eucharistisches Wunder, wo wir gleich noch drauf kommen, weil die Eucharistie im Zentrum der Erscheinungen von Garabandal steht wie in keiner anderen Marienerscheinung. Von Anfang an hat der Engel den Kindern den würdigen Empfang der Heiligen Kommunion beigebracht. Sie sollten 3 Stunden vorher fasten. Sie sollten vorher das Confiteor und danach das Anima Christi, also Confiteor ist natürlich das Schuldbekenntnis, und Anima Christi, Seele Christi, heilige mich, Leib Christi und so weiter. Das kennen wir alle aus dem Gebetbuch oder von unseren eigenen Gebeten. Und dann die heilige Hostie im Knien und mit dem Mund empfangen. Schon dadurch wurde also etwas vermittelt, was in den kommenden Jahren in vielen Ländern, auch in Österreich, auch in Deutschland, in Anführungsstrichen aus der Mode geriet, nämlich der würdige Empfang der Heiligen Kommunion. Auf Knien, mit dem Mund, mit Gebet vorher, mit Gebet nachher. Eines Tages im April 1962 erklärte der Engel den Vieren, dass sie fortan von ihm konsekrierte Hostien bekommen, die er den Tabernakeln der Welt entnommen hätte. Die Gottesmutter wollte, dass sie täglich kommunizierten, und wenn kein Priester im Dorf war, übernahm der Engel diese Aufgabe. Das haben wir schon im Fatima gehabt.
Und in Fatima haben dann viele Theologen gesagt, wie kann das sein? Engel können ja nicht konsekrieren. Da hat ein Engel den Kindern die heilige Kommunion gebracht, die Hostie, aus der Blut noch tropfte, und den Kelch, in dem das Blut aufgefangen wurde. Und dann kam bei Recherchen heraus, dass es ein paar Kilometer, von 25 Kilometer von Fatima entfernt, ein Dorf gab, in dem die Kirche dem heiligen Michael geweiht war, und dort an dem Tag die Hostie verschwunden war. Und der arme Pfarrer hat sich ein Leben lang Vorwürfe gemacht. Niemand konnte aufklären, was war. Er befürchtete einen Hostienraub, ein Sakrileg, dass Satanisten die stehlen und damit schlimme, schlimme Dinge anrichten. Und dann las er die Schilderung von Lucia von Fatima und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Dann zeigte man Lucia ein Foto von dem Kelch, sie bestätigte, es war es. Und in dem Tabernakel, in dem der Kelch und eigentlich die Hostie aufbewahrt worden waren, wo die Hostie raus verschwunden war, da lag noch ein Tuch und auf dem Tuch waren rote Flecken. Und wir Katholiken verwenden ja als Messwein Weißwein. Wo kamen die roten Flecken her? Und dann hat ein amerikanischer Pathologe, Professor Zuckerby von der Columbia-Universität in New York, der Chefpathologe des Staates New York, die Flecken untersucht und herausgefunden, das war menschliches Blut der Blutgruppe AB. Wie auf dem Turiner Grabtuch, wie bei allen eucharistischen Wundern. Und nun aber das ganz Wichtige, was ich eben schon gesagt habe, Engel können nicht konsekrieren. Nur Priester können konsekrieren, und darum lehrte die Gottesmutter die Kinder von Garabandal, wenn ihr einen Engel seht und einen Priester seht, dann grüßt den Priester, weil der kann das größte Wunder unserer Welt, nämlich die Wandlung von Wein und Brot in Leib und Blut des Herrn, mit seinen Händen, mit seinen gewalten Händen vollziehen. Der Engel kann das nicht. Er hat noch etwas Schönes mal gesagt. Sie hat gesagt, also es ist wunderbar, wenn man eine Marienerscheinung hat. Und wenn man die Stimme der Gottesmutter in seinem Innern hört, eine Lokution hat, es ist noch schöner. Aber es ist noch viel, viel schöner, wenn man die heilige Kommunion empfängt, weil dann hat man Gott selber, den Herrn selber trägt man in sich. Und darüber sollten wir nachdenken. Allein die Worte sind schon Garabandal wert. Auch, dass wir wieder begreifen, welche Rolle das sakramentale Priestertum hat. Und diese ganzen Irrwege wie den synodalen Weg in Deutschland wirklich auf dem Müllplatz der Geschichte entsorgen, weil es sind Irrwege. Sie nehmen uns das Wertvollste auf der Welt, die Sakramente, weil dafür brauchen wir Priester. Und denen sollen wir dankbar sein. Das ist auch der Grund, warum Frauen nicht geweiht werden können. Ihr seid doch Engel, meine lieben Damen, darum könnt ihr natürlich keine Priester werden. Nicht mal Engel können konsekrieren. Die größte Gnade ist es, den Herrn in der heiligen Kommunion zu empfangen. Es ist eine größere Gnade, sogar als die Gottesmutter zu sehen. Merken wir uns das, weil das dürfen wir. Das dürfen wir jeden Tag. Und merken wir uns auch, dass wir die heilige Kommunion würdig empfangen. Beichten, so wichtig, ist auch außer Mode. Vollkommen egal, pfeifen wir auf die Mode. Gehen wir zur Beichte. Wunderbar. Wunderbares Gefühl, wenn man innerlich rein und frei sein kann. In Deutschland wird gerade wieder so ein Unsinn geredet. Da heißt es ja, man darf die Kommunionkinder doch nicht vor der heiligen Erstkommunion zur Beichte schicken. Die haben ja noch gar keine Ahnung und denen werden Schuldgefühle gemacht. Was für ein Humbug! Die schönste Erfahrung meiner Kindheit war, aus der heiligen Beichte zu kommen, und man hat sich so leicht gefühlt, als könnte man schweben. Es war so eine Befreiung. Es war so schön. Und was der Hänzler nicht lernt, lernt der Hänzler nimmer mehr. Wenn man einmal vermittelt, dass Kommunionempfang auch ohne Beichte geht, dann bleibt das das Leben lang so und die Beichtstühle, die bleiben dann für immer leer. Und es werden mehr und mehr und mehr Sakrilegien im Frevel aufgebaut, weil man darf eigentlich nur im Zustand der Gnade die heilige Kommunion empfangen. Darum darf es auch keine Interkommunion geben mit Protestanten. Bei aller Liebe, das sind wunderbare Menschen. Meine wunderbaren Brüder und Schwestern, die leider in einem Irrtum verfahren sind und keine sakramentalen Priester haben.
keine sakramental geweihten Priester haben, keine gültigen Sakramente haben außer der Taufe, die auch ein Laie spenden kann. Aber die kennen eben keine Beichte. Und darum dürfen sie ebenso wenig die heilige Kommunion empfangen wie wir, wenn wir nicht mindestens einmal im Jahr, gut wäre einmal im Monat, gebeichtet haben. Nun, auf jeden Fall haben die Kinder, wenn kein Priester im Ort war, und ich habe gesagt, die hatten keinen eigenen Pfarrer, der Priester kam einmal in der Woche aus dem Nachbardorf, haben die Kinder dann aus den Händen des Engels die Kommunion empfangen. Und es gab eine wunderschöne Geschichte dazu. Conchita sagte mal morgens, als die Mutter sagte, komm bitte mit auf die Felder und hilf mir auf den Feldern, kein Problem, ich möchte nur die heilige Kommunion empfangen, und ging also an den Erscheinungsort und fiel auf die Knie und betete und wartete und wartete, und kein Engel erschien, niemand gab ihr die heilige Kommunion. Die Mutter wurde ungeduldig, und irgendwann nach einer Stunde sagten, ja, also ich weiß nicht warum, aber heute erscheint der Engel nicht. Und dann schaute die Mutter den Berg hinunter, und da kam gerade ein Franziskanermönch als Pilger nach Garabandal. Ja, dann war klar, warum der Engel nicht erscheint. Dann geh bitte dahin zum Franziskanermönch, weil der hat Vorrang. Also, liebe Gläubige hier auch im Livestream, achtet eure Priester mehr. Dankt ihnen und lasst euch nicht irre und kirre machen von dem, was in den Medien steht. Vertraut den Priestern. 99% sind wirklich ein Geschenk Gottes. Und das 1% muss man mal fragen, warum die Unfug machen. Vielleicht wegen einer Glaubenskrise. Denn ein Priester, der begreift, was er mit seinen Händen macht, der missbraucht diese Hände nicht und macht irgendwelche Schmutzeleien. Es ist kein strukturelles Problem der Kirche, dass wir Missbrauch haben. Es ist eine Glaubenskrise, auch bei Priestern, denen einfach in den theologischen Seminaren, nicht alle hatten die Gnade, dass sie nach Heiligenkreuz gehen konnten, teilweise eine modernistische Theologie infiltriert wird, die ihren Glauben auf die Prüfung stellen und vielleicht irgendwann zu Zweifeln führen und auf Irrwege führen. Aber da muss man für diese Priester beten, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen und den Glauben und das Vertrauen in den Herrn wiederfinden. Am 22. Juni 1962 kündigte der Engel Conchita ein Wunder an, das alle sehen könnten. Normalerweise war die heilige Hostie unsichtbar, wenn die Engel den Kindern die gebracht haben. Aber da hat er gesagt, wenn ich dir an dem Tag die heilige Kommunion spende, wird die heilige Hostie La Forma, also die Brotsgestalt, sagt man in Spanien, auf deiner Zunge sichtbar sein. Und 8 Tage später, am 18. Juli, wird El Milagrucho, das kleine Wunder, weil Conchita erwiderte darauf, das ist aber ein kleines Wunder, weil alle haben mit irgendeinem Sonnenwunder gerechnet, und wird es stattfinden. Sie kündigte das an, 6.000 Menschen kamen nach Garabandal, aber an dem Tag fand in dem Dorf gerade ein Volksfest statt, es wurde getanzt, und es dauerte bis spät in die Nacht, dass wirklich Ruhe eintrat und die Erscheinung stattfinden konnte. Um 1.30 Uhr fiel Conchita im Haus ihrer Mutter in Ekstase, fiel der Kopf nach hinten, und sie verließ den Raum, stieg die Treppe hinab, ging hinaus auf die Straße, wo die Menschen immer noch auf das Wunder warteten, ging durch die Menschenmenge hindurch, und an einer Straßenkreuzung fiel sie auf die Knie, öffnete ihren Mund, und auf der Zunge erschien die Hostie. Und die wurde, während sie dort erschien, immer größer noch und leuchtete, strahlte regelrecht. Und wir haben Filmaufnahmen davon bei einer der Pilger, die gekommen waren, eine Filmkamera mitgebracht hat. Sein Bruder wollte ursprünglich mitkommen, aber war dann doch verhindert und sagte, dann film es mir immerhin, damit ich etwas von dem Wunder auch sehen kann, was auch immer es sein wird. Und der schaltete dann schnell die Kamera ein und filmte. Also gibt es auch einen Beleg für dieses eucharistische Wunder, das wiederum ein Beleg für die Übernatürlichkeit ist. Am 19. und 20. Juni 1962 war dann die große Nacht der Schreie, wo die Kinder das Strafgericht sahen.
das der Menschheit droht, wenn die Menschheit weiter ihre Irrwege geht. Ich meine, wenn dann. Marienerscheinungen sind ja keine Drohbotschaften. Es geht ja auch nicht darum, dass Gott uns bestraft. Es geht darum, dass wir Irrwege gehen, die in Katastrophen führen und wo Gott dann irgendwann mal rütteln muss, genau wie wir ein Kind aufrütteln, wenn es mit der Hand zu nah an die heiße Herdplatte geht. Weil wenn es darauf fasst, ist der Schaden viel größer, als wenn wir irgendwie die Hand wegreißen. Und der liebende Gott erlaubt, dass wir manchmal aufgerüttelt werden, damit wir erkennen, welche Irrwege wir gehen, aber sagt auch, das kann verhindert werden, wenn ihr vorher Buße tut und umkehrt und betet. Aber wie auch immer, also auf jeden Fall an diesem Tag, Conchita war gerade krank, Jacinta und Marilole, die beiden nur baten die Schaulustigen und Gläubigen, dass sie auf der Calleja warten. Sie gingen hoch zu den Kiefern, hatten dort ihre Erscheinung. Und in der Tat, auch die Menschen, die weitergehen wollten, konnten nicht weitergehen, weil eine unsichtbare Schranke da zu sein fiel. Und sie hörten dann aus der Entfernung, wie die Kinder brüllten, herzzerreißende Schreie ausstießen. Da war ein Franziskanerpater dabei und der begann dann laut zu beten. Und wenn er betete, wurden die Schreie schwächer und hörte auf mit dem Beten, wurden sie wieder lauter. Es sollte uns vermittelt werden, durch Gebet kann das alles gemildert werden. Auch in derselben Nacht schrieben sie nieder, die selige Jungfrau sagte uns, dass wir das Strafgericht nicht erwarten, dass es aber kommen wird, auch wenn wir es nicht erwarten, denn die Welt hat sich nicht geändert. Und sie hat uns das nun schon zum zweiten Mal gesagt und wir schenken ihr noch immer keine Beachtung. Ja, die Welt immer schlechter wird und sich sehr ändern müsste, sich aber nicht im geringsten verändert hat, bereiten wir uns vor. Beichten wir, denn das Strafgericht kommt bald. Und die Welt bleibt die gleiche. Ich sage euch, dass die Welt weiter so bleibt, wie traurig, dass sich nicht ändert. Bald kommt ein sehr großes Strafgericht, wenn sie sich nicht ändert. Das war am Tag vor Fronleichnam und am kommenden Morgen standen die Menschen Schlange in den Beichtstühlen und es war das hingebungsvollste Fronleichnam, was die Menschen von Garabandal je erlebt haben. Durch Gebet kann es abgewendet werden und durch Buße und nutzen wir, ich habe es eben schon gesagt, die Gelegenheit des Beichtsakramentes. Mariloli hat dann aber noch mehr gesagt über das Strafgericht, unter anderem dem mexikanischen Priester Gustavo Morelos. In der Nacht der Schrecken, wie diese Nacht genannt wurde, während wir immer noch die selige Jungfrau sahen, sahen wir auch eine große Menschenmenge, die alle unglaublich litten und vor Schmerzen schrien. Die Jungfrau ließ uns sehen, dass für die ganze Menschheit ein großes Strafgericht kommen wird, direkt von Gott. In einem gegebenen Augenblick wird kein Motor, keine Maschine mehr funktionieren. Es wird eine furchtbar große Hitze herrschen und die Menschen werden brennenden Durst leiden. Sie werden verzweifelt nach Wasser suchen, jedoch wird es durch die intensive Hitze verdampft sein. Da wird die Menschen eine entsetzliche Verzweiflung ergreifen und sie werden sich gegenseitig töten wollen. Aber in dem Augenblick, in dem sie daran sind, das zu tun, werden ihnen Kräfte dazu fehlen und sie werden zu Boden stürzen. Dann wird Gott ihnen zu erkennen geben, dass er es ist, der alles zulässt. Am Ende sahen wir viele Menschen, die in Flammen eingehüllt brannten. Sie stürzten sich verzweifelt ins Meer, aber der Kontakt mit dem Wasser löschte das Feuer nicht aus. Die Leute brannten weiter, denn das Wasser war siedend und begünstigte das Feuer. Ich bat die heiligste Jungfrau, die Kinder mitzunehmen, aber sie sagte, dass diese Kinder zu jener Zeit erwachsen sein werden. Schon eine ganz wichtige Sache. Das bedeutet, nicht in der näheren Zukunft, sondern in einer etwas weiter entfernten Zukunft würde das stattfinden. Wer damals ein Kind war, würde schon erwachsen sein, wenn das stattfindet. Nun hat man lange überlegt, was kann das bedeuten, was kann damit gemeint sein mit dem Strafgericht. Es ist nicht die sogenannte globale Erwärmung. Und wenn es wirklich wärmer werden würde, was ich bezweifle bei der Kälte heute, aber wenn es wärmer werden würde, dann denke ich, ist der wahre Grund nicht, dass wir Fleisch essen oder Auto fahren, sondern wie der manchmal geniale Prälat Imkamp, Wilhelm Imkamp, mal gesagt hat, der wahre Grund für die globale Erwärmung ist, dass die Pforten der Hölle weiter offen stehen denn je zuvor. Ein
Aussage, über die wir gut nachdenken können. Denn in der Tat, alles, was ins Chaos gerät, gerät ins Chaos, weil wir innerlich im Chaos sind, weil wir in Sünde leben und nicht nach den Gesetzen Gottes. Aber mittlerweile kann man erklären, was dort geschehen wird, nämlich ein sogenannter elektromagnetischer Impuls hat die Folgen, dass kein Motor, keine Maschine mehr funktioniert. Und der kann durch eine Atombombenexplosion oder durch einen Sonnensturm hervorgerufen werden. Und da hätten wir in der Tat Hitze, Winde, Feuerwinde praktisch, die die Erde heimsuchen. Beten wir, dass das abgemildert wird oder nie stattfindet. Interessanterweise auch bei anderen Erscheinungen wie in Sievernich in Deutschland, worüber ich hier im vergangenen Jahr sprechen durfte, hat die dortige Seherin, die Manuela, von solchen Hitzewinden oder Feuerwinden auch Visionen gehabt. Also da muss man sagen, deckt sich das stark. Und das war noch bevor mein Buch erschien, also sie hat das nicht aus dem Buch wissen können, sondern wirklich geschaut und offenbart bekommen vom Prager Jesuskind und von der Gottesmutter. Die Kinder erfuhren aber auch, dass dem Strafgericht zwei Ereignisse vorausgehen würden, die dem Ziel dienten, die Menschheit zu bekehren, damit das Strafgericht entweder ausbleiben kann oder gemildert wird. Und das wären ein Wunder und eine Warnung. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 1962 erfuhr Conchita über das Wunder, dass es an einem Donnerstag zwischen dem 7. und dem 17. der Monate März, April oder Mai am Festtag eines heiligen der Eucharistie um 8:30 abends stattfinden würde, nach dem Jahre 2000, und zwar dann, wenn der Papst nach Russland geht. Und das macht es nun auf einmal hochaktuell. Weil Franziskus würde lieber heute als morgen nach Russland gehen. Hat nun gerade in Budapest wieder Hilarion getroffen, den früheren Außenbeauftragten der russisch-orthodoxen Kirche. Er möchte Putin ins Gewissen reden und er hofft, dass er damit den Krieg in der Ukraine beenden könnte. Er möchte, ob das funktioniert, ist eine andere Frage, aber er möchte nach Russland. Dass es eine Viertelstunde lang dauern würde, dass es am Himmel erscheinen würde und dabei so klar sei, dass es keinen Zweifel gäbe, dass es von Gott stammt. Dass die Kranken, die gläubig gekommen seien, an diesem Tag geheilt würden. Es würde ein Zeichen zwischen den Kiefern hinterlassen, das an sich ein Mirakel sei. Man werde es fotografieren und filmen, aber nicht fühlen oder berühren können. Es würde bis zum Ende der Zeiten dort bleiben, in Form einer leuchtenden Säule, einer Art Wolke am Tag und Feuer bei Nacht. Genau wie es die Israeliten beim Exodus, beim Verlassen von Ägypten auf dem Weg zum Gottesberg Horeb erlebt haben. Und in Medjugorje gab es eine ähnliche Offenbarung und auch in Sievernich sagt die Manuela, die dortige Seherin, dass es sogar an allen Gnadenorten der Welt, an allen Erscheinungsstätten der Welt ein derartiges Wunder geben würde. Auch in Garabandal, aber sie sagt nicht nur in Garabandal, warten wir ab. Kranke, die dabei sein würden, würden geheilt werden. Und dann hat Conchita gesagt, wie soll man aber die Kranken nach Garabandal bringen? Wir haben doch diesen steinigen Weg nur, da kommen doch gar keine Krankentransporte hoch. Dann hat die Gottesmutter geantwortet, ich werde schon dafür sorgen. In den 70er Jahren hat dann eine spanische Unternehmensgruppe die Idee gehabt, wir bauen südlich von Garabandal einen Wintersportort. Weil da sind ja Berge, herrliche Berge. Wir haben die Bilder gesehen, Picos de Europa. Haben dann gesagt, gut, da müssen wir von der Autobahn Oviedo Santander eine Landstraße bauen, damit die Menschen auch zum Wintersport und auch die Baufahrzeuge dorthin gehen können. Und dann hat man die gebaut bis nach Garabandal und dann auf einmal machte die Firma pleite und das gesamte Projekt wurde abgesagt, aber die Straße stand. Und darum gibt es heute eine ganz bequeme Landstraße nach Garabandal. Und die Kranken können dorthin gebracht werden. Und das Wunder würde als Beweis für die zärtliche Liebe Gottes und der seligen Jungfrau zur Menschheit verstanden. Aber wenn sich die Menschheit daraufhin nicht ändert, dann würde Gott uns das schreckliche Strafgericht schicken. Aber wann wird das sein? Die Gottesmutter sagte, Conchita würde
Und die war 1961 12 Jahre, also wurde 1949 geboren. Die würde das ankündigen. 49 geboren, die ist mittlerweile 73. Also innerhalb der kommenden 20 Jahre, würde ich mal sagen, mehr oder weniger, müsste es stattfinden. Aber in der Tat hat die Gottesmutter gesagt, nach dem Jahr 2000. Sie hat auch gesagt, vorher wird es noch 4 Päpste geben. Und dann beim 5. ist schon die Endzeit, dann wird es stattfinden. Und in der Tat, das war, als Johannes der 23. verstarb. Und da hat sie ihrer Mutter anvertraut, dass nach den Worten der Gottesmutter noch 4, eigentlich 3, aber einer wird nur kurz regieren, Päpste kämen. Einer, der das Konzil zu Ende bringen wird, damit war natürlich Paul der 6. gemeint, einer, der kaum mitgezählt werden könnte, der 33-Tage-Papst, Johannes Paul der 1., einer, der der große Papst genannt werden und ein großer Verehrer der Gottesmutter sein wird, eindeutig Johannes Paul der 2., und dann unter dem 4. Papst oder nach dem 4. Papst wird die Endzeit beginnen. Mit Franziskus oder noch unter Benedikt. Und das darf nicht falsch verstanden werden. Das ist nur eine Datierung. Es gibt also Leute, die sagen, guck mal, die Gottesmutter sagt, Benedikt wäre der letzte Papst. Quatsch! Der letzte Papst vor der Endzeit. Ja, genau wie Pius der 12. der Papst war, bei dem der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und Pius der 11. der letzte Papst im Frieden war vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn wir das Weltgeschehen betrachten, müssen wir sagen, all die Krisen, die wir heute erleben, ob der islamische Terror, der begann in der heutigen Phase mit dem Islamischen Staat, der 2013 gegründet wurde, nachdem Barack Obama 2009 unter Benedikt den arabischen Frühling erklärt hat und die ganzen Revolutionen in den arabischen Ländern entstanden. Die heutige Ukraine-Krise, der Krieg um die Ukraine, begann mit dem Maidan-Putsch im Jahre 2013-14. Als dann die Menschen in der Ostukraine Angst hatten, dass die Ukraine vielleicht die russische Sprache nicht mehr als gleichwertige zweite Landessprache betrachtet, was dann ja auch der Fall war, oder die russisch-orthodoxe Kirche in Schwierigkeiten geraten würde, was ja auch der Fall ist momentan, und Angst hatten, dass vielleicht die Grenzen geschlossen werden nach Russland und viele arbeiten dort, haben Verwandte. Darum gab es dann Aufstände in den Gebieten mit einer russischen Mehrheit, im Donbass, Rebellengruppen, die dann auch die Autonomie erklärt haben, die Krim hat die Ukraine verloren. All das begann eigentlich mit dem Jahre 2013, 2014. Im Beginn des Pontifikats von Franziskus, Ende des Pontifikats von Benedikt. Und Franziskus sagt selber, wir erleben ja schon den Dritten Weltkrieg. Wir sind im Dritten Weltkrieg, sagt Papst Franziskus. Und darum ist es wirklich nur eine Datierung. Er ist der erste Papst in der Endzeit, in der wir momentan ganz akut leben. In der Drangsal, sagt Manuela, in Sivanich. Und insofern wird es irgendwann in den nächsten Jahren wohl sein, dass das in Erfüllung geht, was in Garabandal vorhergesagt wird. Und dann sehen wir aber auch, die Botschaften von Garabandal richten sich an unsere Zeit. Und darum können wir die heute viel klarer verstehen, als sie noch ein Albrecht Weber in den 90er Jahren verstanden hat, weil nun so viel eingetroffen ist. Wir sehen es gleich noch, was die Gottesmutter damals gesagt hat. Es gibt übrigens noch eine Päpsteprophetie, die dem heiligen Malachias zugeschrieben wurde, wahrscheinlich von Filippi Neri stammt. Und danach war auch da Benedikt der letzte Papst der regulären Reihe, Gloria Olivae. Und dann heißt es, während der größten Verfolgung oder letzten Verfolgung, extremer kann man in beide Richtungen übersetzen, der heiligen römischen Kirche. Und dann heißt es, der nächste Papst Petrus Romanus. Also in extremer Persekutione ist der Titel, der dort Papst Franziskus gegeben wird.
Und danach kommt vielleicht noch Petrus Romanus und dann wird der Herr sein Strafgericht über seine Herde schicken, heißt es in der Prophezeiung von Malachias. Wenn diese vorbei sind, die Drangsale, wird die Siebenhügelstadt zerstört, Rom und der furchtbare Richter sein Volk richten. Also ist Franziskus entweder der letzte, aber wahrscheinlich der vorletzte Papst vor dem Strafgericht nach der Prophezeiung von Malachias. Am 1. Januar 65 erfuhr aber Conchita, dass vor dem Wunder es noch eine Warnung geben würde, damit wir darauf vorbereitet sind und nicht wie der Pater Louis aus allen Wolken fallen und einen Herzinfarkt bekommen, weil wir nicht darauf vorbereitet sind, dass es doch einen lebendigen Gott gibt, während die ganze Welt uns etwas anderes einredet, dass es doch Wunder gibt, dass doch Prophezeiungen wahr sein können. Und diese Warnung wäre eine universale Gewissensschau. Jeder Mensch würde sich für einen Augenblick so sehen, wie Gott als sein himmlischer Richter ihn sehen wird oder wie ihm der Film des Lebens, wir sehen das bei den Nahtoderfahrungen, im Augenblick des Sterbens nochmal präsentiert wird. Und die Guten werden näher zu Gott gebracht und die anderen werden gewarnt, dass sie sich entweder bekehren oder empfangen, was sie verdienen. Conchita ergänzte später, es ist ein Phänomen, das in allen Teilen der Welt gesehen und gefühlt wird. Ich gebe mal das Beispiel von zwei Sternen, die kollidieren. Es wird keinen physischen Schaden verursachen, aber uns verängstigen, denn in dem Augenblick werden wir unsere Seele sehen und den Schaden, den wir angerichtet haben. Das wird sehr schmerzhaft sein, aber wir werden nicht an den Auswirkungen sterben, höchstens aus Angst oder durch den Schock, uns so zu sehen. Die selige Jungfrau sagte, dass die Warnung und das Wunder die letzten öffentlichen Ereignisse oder Warnungen sind, die Gott uns schickt. Übrigens auch in Sivanich bei Manuela war die Botschaft des Herrn: Wenn man mein Wort ändert, werde ich die Welt mahnen. Wenn ich die Welt mahne, dann wird es für euch sein, als wenn die Zeit stillsteht. So schaut ihr eure eigene Seele. Vieles hat meine Mutter, meine heiligste Mutter, euch schon auf der Erde gesagt, doch folgt ihr nicht ihren Worten. Fassen wir also zusammen, was wir von den Seherkindern von Garabandal gehört haben, darüber, wann die Warnung kommt, nämlich nach dem Pontifikat von Benedikt. Es findet kurz nach einer wichtigen Synode statt. Es findet statt, nachdem der Papst aus Moskau zurückgekehrt ist. Der Kommunismus, Sozialismus, der tot geglaubt war, wird sich auf der ganzen Welt, vor allen Dingen in Europa, verbreiten. Wir erleben es gerade. Der Ökosozialismus. In Deutschland haben wir eine rot-grüne Bundesregierung mit einer absolut sozialistischen, ja kommunistischen Agenda. Da ist von den Eignungen von Wohnungen die Rede, damit die Wohnungsnot beseitigt wird, sollten alte Leute nicht mehr unterstützt werden, kein Wohngeld mehr bekommen, gezwungen werden, dass sie ihre Wohnungen aufgeben. Die Steuern werden immer höher, die Menschen werden in die Armut getrieben mit irren Forderungen nach Wohnungssanierungen und Heizungsaustausch und wie auch immer die Inflation galoppiert. Also, da sind wir schon nahe dran. Es wird gerade eine Invasion stattfinden. Vorher wird es eine Zeit geben, in der die Heilige Messe nicht gefeiert werden kann. Das haben wir gerade erlebt mit Corona. Da war wochenlang es unmöglich, eine öffentliche Heilige Messe zu besuchen. Wir haben dann im Livestream mitgefeiert und haben die geistige Kommunion empfangen. Ich habe das immer morgens gemacht, wenn der Vatikan Papst Franziskus übertragen hat in der Kapelle der Santa Marta. Es war immer auf der einen Seite sehr schön, aber auf der anderen Seite, da ist der Herr und man wird ihn gerne empfangen, aber gut, geistige Kommunion, aber es war schon schwer. Aber wie auch immer, also die Zeit haben wir schon gehabt. Und die Kirche wird in einer Krise sein, es wird schwierig, die Religion zu praktizieren. Der Kirche droht vorher ein Schisma, aber auch eine Annäherung an die Konfession der Orthodoxie. Wir haben in Deutschland de facto ein Schisma durch den synodalen Weg. Und die Annäherung an die Orthodoxie heute und gestern
Die Tage trifft Franziskus den Papst der koptisch-orthodoxen Kirche in Rom. Die Beziehungen mit der orthodoxen Kirche, die wunderbare Glaubensinhalte hat und die auch vielleicht schismatisch, aber bestimmt nicht heretisch sind, da läuft der Dialog, wie er nie vorher lief, in wunderbaren Bahnen. Also, auch das stimmt, da sind wir nahe dran. Es findet zeitgleich mit einem kosmischen Ereignis statt, eventuell der Kollision zweier Kometen. Es wird auf der ganzen Erde, egal ob Tag oder Nacht, sichtbar sein, höchstens 5 Minuten sein. Ein Feuer, was man nicht körperlich spürt, etwas, was von Gott kommt, führt zu einer kollektiven Seelenschau bei Gläubigen und Ungläubigen. Und innerhalb eines Jahres folgt das Wunder. Doch zuvor richtete die Gottesmutter an Garambandal noch einen letzten prophetischen Aufruf an uns alle. Die letzte Botschaft von Garambandal wurde am 18. Juni 1965 verkündet durch den Erzengel Michael im Auftrag der Gottesmutter. Und wieder strömten Tausende und sogar 2 Fernsehteams in das Bergdorf, um Zeugen einer Offenbarung des Himmels zu werden. Gegen 23:30 in der Nacht fiel Conchita in Ekstase. Am nächsten Tag verkündigte sie die hochbrisante Botschaft, die nicht weniger als die Krise der Kirche in unserer Zeit ankündigte, was damals noch niemand ahnen konnte. Diese Botschaft lautete, und Sie sehen hier die kleine Conchita umringt von diesen Menschenmengen, die Polizeibeamten von der Garde Civil mit ihren schwarzen Kappen. Es gibt auch davon Filmaufnahmen, aber leider klappt das Internet nicht. Aber auch die können Sie im Internet finden, googeln. Die Botschaft lautet, weil meine Botschaft vom 18. Oktober 61 weder erfüllt noch der Welt bekannt gegeben wurde, sage ich euch, dass dies die letzte Botschaft hier in Garambandal ist. Natürlich in Garambandal. Zuvor hat sich der Kelch gefüllt, jetzt läuft er über. Viele Kardinäle, Bischöfe und Priester gehen den Weg des Verderbens und mit ihnen noch mehr Seelen. Man misst der heiligen Eucharistie immer weniger Bedeutung zu. Ihr müsst durch eure Anstrengungen den Zorn Gottes von euch wenden. Wenn ihr ihn aufrichtig von ganzem Herzen um Verzeihung bittet, wird er euch verzeihen. Ich, eure Mutter, bitte euch durch die Vermittlung des heiligen Erzengels Michael, dass ihr euer Leben ändert. Ihr erhaltet jetzt die letzten Warnungen. Ich liebe euch sehr und will eure Verdammung nicht. Ihr müsst mehr Opfer bringen. Denkt an die Passion des Herrn. Damit, meine Damen und Herren, wurde damals schon, und Garambandal fand parallel zum Zweiten Vatikanischen Konzil statt, die Krise der Kirche angekündigt, die die Folge war von einem Missbrauch des Konzils durch modernistische Kräfte. Das Konzil selber hat wunderbare Texte verfasst. Leider wurden sie dann auf Drängen, gerade auch deutscher Bischöfe, in vielen Punkten verwässert und durch die Verwässerungen, wo es dann weniger konkret wurde, schlich sich dann später eine Umdeutung ein. Und diese Umdeutung wurde dann der Geist des Konzils genannt und alle möglichen neuen Lehren wurden dann darauf basierend verbreitet und verkündet. Papst Benedikt, der selber dabei war beim Konzil, hat immer gesagt, er lehrt eine Hermeneutik der Kontinuität. Das Konzil stand völlig in Kontinuität. Die meisten Zitate stammen von Pius XII. In den Konzilsdokumenten. Aber es gab dann das Konzil der Medien und auch derer, die nicht daran beteiligt waren und die Texte bewusst falsch gelesen haben. Und so kam es zu der großen Krise der Kirche, der Krise der Berufungen, aber auch mittlerweile der irre Lehren, die sogar von Männern der Kirche verbreitet werden. Wenn ein Kardinal Marx in einem Interview mit dem Stern in Deutschland sagt, ach, hören Sie mir auf, von Sünde zu reden, Liebe ist keine Sünde, und er meint Homosexualität, dann kann man nur sagen,
Leider gehen auch einige Hirten den falschen Weg, wie es in der Botschaft lädt. Viele Kardinäle, Bischöfe und Priester gehen den Weg des Verderbens. Wenn ein Bischof ein Schweineherz vor den Hochaltar hängt, ist es bestimmt nicht der Weg zum Heil. Wenn Bischöfe einen synodalen Weg propagieren in Deutschland, bei dem es um Themen wie Frauenweihe, um Themen wie Aufhebung des Zölibats, aber dann auch um eine neue Sexualmoral für die Kirche und die Segnung von Todsünden geht. Weil was Gott dem Moses offenbart hat, was im Buch Levitikus steht, gilt für alle Zeiten, das kann keiner umändern. Unser Herr hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das zu ändern, das Gesetz, sondern um es zu erfüllen. Und da kann nicht der Kardinal Marx kommen und sagen, ich ändere das um, gibt keine Sünde, ist alles in Ordnung. Liebe ist okay. Und heute könnt ihr Mann mit Mann und Frau und Frau und morgen mit Tieren und übermorgen was auch immer. Das geht nicht, das darf er nicht. Da überschreitet er seine Kompetenz. Die Bischöfe sind beauftragt, das Evangelium, die geoffenbarte Wahrheit zu verkünden und nicht eine eigene Lehre zu entwickeln. Aber das war damals undenkbar. Und darum haben auch viele gezweifelt. Da haben einer, als Conchita von zukünftigen Verwirrungen in der Kirche gesprochen hat, da hat ein Priester sich sogar harsch zurückgewiesen, sowas könnte nur der Teufel gesagt haben. Aber es gibt Kardinäle, in den USA gab es einen, in Luxemburg gibt es einen, die eben wirklich nicht mehr Sünde nennen, was Sünde ist. Und es gibt natürlich auch Bischöfe und Priester, die ihre Wege gehen. Der ganze Missbrauchsskandal wird damit angekündigt. Aber auch diese Missbrauchsskandale sind, wie ich schon gesagt habe, nur ein Symptom einer Glaubenskrise. Eine Glaubenskrise, die in den Seminaren beginnt. Ein guter Freund von mir war Seminarist, wollte Priester werden im Bistum Rottenburg-Stuttgart in Deutschland. Und er hatte in seinem Zimmer eine Fatima-Madonna, hat jeden Tag den Rosenkranz gebetet. Und da kam der Regens und sagte, also Junge, wenn du so einen Kitsch in deinem Zimmer hast und das Gebet der alten Weiber betest, bist du unreif. Und ich werde dich nicht für die Priesterweihe empfehlen. Zum Glück hat der junge Mann einen starken Charakter gehabt und gesagt, kein Problem, ich gehe zu den Benediktinern. Und die haben ihn mit offenen Armen genommen und heute ist er in einem bayerischen Kloster eine ganz aktive Kraft, ist auch noch missionarisch tätig auf Sumatra und pendelt hin und her und ist ein großartiger Priester, ein großartiger Ordensmann geworden, weil er diese tiefe Frömmigkeit hatte. Aber wenn die nicht beten, nicht die Gottesmutter verehren, nur geweiht werden können, was ist das für ein Kriterium? Was ist das für ein Kriterium? Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass da einige auch auf Irrwege geraten, wenn ihnen das große Fundament, was wir haben, das Gebet ausgetrieben wird, die Gottesmutter, die Mutter der Kirche. Wie können wir als Gläubige ohne die Mutter der Kirche hier oder hier überhaupt leben und existieren? Wir können ja auch nicht als Menschen ohne Mutter erwachsen werden. Wir brauchen doch die Mutter der Kirche. Nein, gemeint sind vor allem die Modernisten, die Glaubenswahrheiten leugnen und die Lehre der Kirche, die geoffenbarte Wahrheit, dem Zeitgeist anpassen wollen. Conchita sagte dann oder gab die Worte der Gottesmutter wieder: Ihr geht in eine Zeit solch großer Verwirrung, dass ihr sogar vielen von euren Priestern, auch Guten, keinen Glauben mehr schenken könnt. Ich habe es selber erlebt, in Düsseldorf war ich in der Pfarrei, in Marienkirche, und der Pfarrer hat mal gesagt bei Maria Verkündigung, ja, dass Maria Jungfrau war, wäre ja eine falsche Lesart, das stünde ja nur junge Frau. Eine schon bekannte protestantische Irrlehre. Das sagt der Pfarrer auf der Kanzel. Ich habe ihm natürlich einen offenen Brief geschrieben.
Und derselbe Pfarrer war aber in einer derartigen Glaubenskrise, war ursprünglich mal ein ganz frommer Mann, aber geriet Stück für Stück durch die moderne Theologie in eine Glaubenskrise, trank, und am Ende hat er Liebesbriefe geschrieben an den Sohn der Pfarrsekretärin. Und da hat natürlich der Kardinal in Köln Meißner damals durchgegriffen und hat ihn dann in den Vorruhestand versetzt. Aber das sind die Irrwege, von denen die Rede ist. Wenn ihr nicht mehr aus noch ein wisst, dann besucht Jesus im Tabernakel und bittet uns um Erkenntnis. Also wir, Jesus und Maria, werden euch Erleuchtung geben, damit ihr erkennen könnt, was wahr ist. Im Gebet, in der eucharistischen Anbetung finden wir Wahrheit. Und das war das große Geschenk von Papst Benedikt beim Weltjugendtag in Köln 2005. Wo er dann mit 2 Millionen jungen Männern und Frauen, Jugendlichen, eucharistische Anbetung praktizierte. Und es war eine Stille. Ich war dort auf dem Marienfeld bei Köln. Also wenn oben ein Vogel eine Feder verloren hätte, man hätte den Aufprall gehört. So andächtig waren die. Und haben ein Geschenk bekommen, was sie im Herzen in ihr Leben getragen haben. Und das Ergebnis war, dass die Jugendlichen gesagt haben, also eucharistische Anbetung können wir eigentlich auch ohne Benedikt. Weil den Herrn findet man in jedem Tabernakel. Und dann haben sie eine Bewegung der eucharistischen Anbetung, Night Fever, gestartet. Eucharistische Anbetung von Jugendlichen gestaltet, 3-4 Stunden lang in der Nacht. Ein wunderbares Geschenk für die Kirche, inspiriert vom Papst Benedikt. Und ich bin danach dann ins Pressebüro gefahren, weil ich natürlich den Text der Predigt haben wollte und habe die Kollegen getroffen und die sagten dann, ja, guck mal, der Benedikt, wie weltfremd, statt dass er von den Problemen der Jugendlichen redet, redet er von der Eucharistie. Ja, von den Problemen hört man ja immer und überall, aber dieses Geschenk der Anbetung, damit allein schon hat Benedikt so viel dazu beigetragen, dass in der Kirche in Deutschland eine Bewegung geschaffen wird, die die Kirche retten kann. Die Bewegung der eucharistischen Anbetung, die Bewegung, die die Jugend wieder zum Herrn führt, zur stillen Zwiesprache mit dem Herrn. Im Übrigen auch noch eine ganz interessante Randbemerkung. Die Sünde, die uns in das Strafgericht treiben würde, sagte die Gottesmutter in Garabandal, ist die Abtreibung. Der Mord an Millionen von Kindern. 2 Milliarden Kinder wurden seit 1974, seit dem Schandurteil Ward gegen Roe in Amerika, weltweit abgetrieben, weltweit ermordet, bestialisch, brutal ermordet. Und da hat die Conchita 1965 dem Albrecht Weber aus Deutschland gesagt, ja, die Gottesmutter sagt etwas, was ich gar nicht verstanden habe. Der Grund für das Strafgericht, das Auslösende, warum nun eben das nicht mehr aufgehoben werden kann, warum irgendwas stattfinden muss, wäre, dass Kinder in den Körpern der Frauen getötet werden würden und die Frauen das freiwillig machen würde. Aber das geht doch gar nicht. Man kann doch kein Kind im Mutterleib töten, ohne dass die Frau getötet wird. Die lebte in einem Bergdorf in Spanien. In Spanien war unter Franco Abtreibung illegal. Die konnte sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas geben würde. Und wie gesagt, erst 10 Jahre später mit diesem amerikanischen Schandurteil nahm die Abtreibung ihren unrühmlichen Siegeslauf durch die Welt. Und dann hat auch Conchita verstanden, was gemeint war. Die Abtreibung ist das große Verbrechen unserer Zeit, was heute, jeden Tag auf der ganzen Welt geschieht. Ein Massenmord, ein Völkermord an Milliarden von Menschen. Mutter Teresa hat mal gesagt, die Menschen kommen zu mir und sagen, warum schickt Gott kein Genie, was den Krebs besiegt oder die Armut bekämpft? Vielleicht hat er den schon geschickt und ihr habt den abgetrieben. Also die Botschaft von Garabandal, meine Damen und Herren, legt also den Finger der Gottesmutter direkt in die Wunde der modernen Kirche und modernen Gesellschaft und thematisiert die 4 gefährlichsten Entwicklungen in der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, nämlich die Krise des Priestertums,
die lehramtlichen und praktischen Verwirrungen im Umgang mit der Heiligen Eucharistie, den allmählichen Verlust jeder Bereitschaft zu Buße und asketischem Leben und die Aufgabe jeder Bestrebung, die Geduld, Unterwerfung, Demut und Opferbereitschaft für Christus verlangt. Zum Beispiel die Krise der Orden. Warum wollen so wenig junge Menschen in einen Orden eintreten? Warum gibt es da Nachwuchsprobleme? Weil eben Unterwerfung, Demut, Opferbereitschaft aus der Mode gekommen sind und nicht gelehrt wird, welch wunderbarer Weg zum Heil es ist. Und immer nur das diesseitige Leben betrachtet wird. Auch wir wollen Spaß haben. Das ewige Leben, was viel wertvoller ist, wird ignoriert. Was sind ein paar Sekunden Spaß, ein paar Minuten Spaß, verglichen mit der Ewigkeit, verglichen mit dem Himmel? Ich habe mal Papst Benedikt zum 90. Geburtstag gratuliert, da haben wir uns an der Lourdes-Grotte in den Vatikanischen Gärten getroffen. Ich meinte, Heiliger Vater, ich wünsche Ihnen noch viele gute Jahre. Und der Zeigefinger ging hoch und er sagte, das wünschen Sie mir bitte nicht, Herr Esemann. Und ich sagte, oh, was habe ich nun gerade für einen Unsinn geredet? Und stammelte nur noch, aber Heiliger Vater, Sie haben es doch wunderbar hier in den Vatikanischen Gärten. Der Zeigefinger ging weiter höher, der Himmel ist viel schöner. Aber das müssen wir begreifen, dass alles, was wir hier auf Erden machen, kein Selbstzweck ist, dass wir hier Spaß haben, sondern dass wir in den Himmel kommen. Das ist der Sinn des Lebens, das ist der Zweck des Lebens. Dafür lohnt es zu leben und zu kämpfen und auch mal Entbehrungen aufzunehmen. Die Krise des bischöflichen Lehramtes führte zu einer Krise des Glaubens, aus dem die Krise des Priestertums, die Krise der Eucharistie und daraus wiederum die Krise der Kirche erwuchs. Diese Krise zu korrigieren und statt ihrer Irrwege den Weg des Glaubens und der Treue, des Gebetes und der Buße, der Liebe zur heiligen Eucharistie und der Hoffnung auf Rettung zu gehen, das und nichts anderes, meine Damen und Herren, ist die Botschaft von Garabandal. Und die Botschaft von Garabandal ist heute aktueller denn je. Alles Böse beruht darauf, dass wir unseren eigenen Wegen folgen wollen, statt dem Weg und dem Willen Gottes. Angefangen mit Eva im Paradies. Du kannst die Frucht vom Baum der Erkenntnis naschen. Und dann wirst du sehen, was gut und böse bist und brauchst nicht mehr auf Gott hören. Das bedeutet, der Mensch definiert im Sündenfall, will definieren, was gut und böse ist, will seine eigenen Gesetze machen. Und genau das machen wir heute. Der Sündenfall dauert an. Der Sündenfall dauert an. Nur wenn wir nach den Gesetzen Gottes leben, nur wenn wir ein gottgefälliges Leben, die Kinder sagen, ein gutes Leben führen, dann kommen wir in den Himmel. Und können die größte aller Seligkeiten, die ewige Seligkeit, das Glück der Gegenwart Gottes in alle Ewigkeit erleben. Garabandal ruft uns auf, den Irrweg unserer Rebellion gegen Gott, unseren billigen Versuch, sein Gesetz durch unsere Wünsche zu ersetzen, jetzt und heute zu korrigieren, bevor es zu spät ist und der Weg ins Verderben unumkehrbar wird. Garabandal ist eine Warnung Gottes, die seine Liebe zu uns bezeugt. Und solche Warnungen haben wir immer bekommen. Die Propheten im Alten Testament, das Alte Testament ist voll von Momenten, wo die Menschheit Irrwege oder wo Juden, das auserwähltes Volk, auf einem Irrweg waren. Die Propheten warnten und entweder man kehrte um und hat den Irrweg korrigiert, wie es König Hesekia tat, und dann wurde Jerusalem verschont. Die Assyrer kamen zwar, belagerten die Stadt, aber in der ersten Nacht brach eine Seuche aus und die Soldaten starben massenhaft und erkrankten und der Assyrerkönig Sanherib beendete die Belagerung. In der Bibel steht, ein Engel Gottes ging mit dem Schwert hindurch. Herodot schreibt, es war eine Seuche, wie auch immer, aber auf jeden Fall Jerusalem wurde gerettet. Aber dann kam der Rückfall in die Sünde, der Rückfall in den Synkretismus in dem Fall, das Akzeptieren falscher Götter.
Und dann kamen die Babylonier und Jerusalem wurde in Schutt und Asche gelegt und die Bewohner wurden vertrieben, gerieten in babylonische Gefangenschaft. Und es dauerte eine Generation, bevor die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut werden konnten. Also es gab immer diese Warnungen, diese Mahnungen. Aber heute werden wir durch die Königin der Propheten gewarnt, durch die Gottesmutter. Und wir täten gut daran, wenn wir auf ihre Stimme hören würden und wenn wir reflektieren, welchen Irrweg wir gehen und wenn wir dem Katechismus vertrauen, wenn wir der Lehre unserer Kirche vertrauen, ist es offenbar. Da brauchen wir auch keine Privatoffenbarungen für. Aber da, wo Menschen aufstehen und sagen, das müssen wir alles umschreiben, das müssen wir alles relativieren, das passt nicht mehr dem Zeitgeist und die Humanwissenschaften sagen auch was anderes. Ja, die Humanwissenschaften sagen alle 5 Minuten was anderes. Also Lehrbücher von vor 30 Jahren, da lachen wir heute drüber, was man damals für wahr und richtig hielt. Aber danach wollen wir uns orientieren, was in der Bibel vor 3500 Jahren niedergeschrieben wurde von Moses. Das hat ewige Gültigkeit. Und nicht, was irgendwer mal postuliert oder behauptet oder als Hypothese aufstellt, sondern das Wort Gottes, die geoffenbarte Wahrheit, hat ewige Bedeutung. Und wie gesagt, dafür brauchen wir keine Privatoffenbarung. Wir brauchen nur das Glauben, was im Katechismus der katholischen Kirche steht. Und wir müssen nur ein Leben im Gebet, wie schon der heilige Paulus lehrte, betet immer da. Ein Leben im Gebet und in der Buße führen. Anbetung des Herrn, die Nähe des Herrn suchen. Für all das, es ist eigentlich traurig, dass wir heute nochmal den, entschuldigen Sie das Wort, Tritt in den Hintern brauchen, damit wir daran erinnert werden, was eigentlich wir schon im Kommunionunterricht gelernt haben, hoffentlich, und was unsere Kirche immer schon gelehrt hat, was leider sogar manche Priester und Bischöfe vergessen zu haben scheinen. Aber da es eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, zu lehren, was im Katechismus der Heiligen Katholischen Kirche steht, erscheint die liebende Mutter und sagt, bitte korrigiert eure Irrwege, sucht die Nähe des Herrn, sonst führen euch eure Irrwege ins Verderben. Wir haben es in der Hand. Seien wir dankbar für die Erinnerungen an das Gebet und die Heilige Eucharistie. Aber machen wir nicht irgendwo Halt. Die Botschaften sind wichtig, damit wir aufgerüttelt werden. Aber das Entscheidende ist, dass wir wieder zur Beichte gehen, dass wir zur Heiligen Kommunion gehen, dass wir zur eucharistischen Anbetung gehen und dass wir nach den Gesetzen Gottes leben. Das sind die entscheidenden Punkte. Ob mit oder ohne Garabandal, ob mit oder ohne Fatima, ob mit oder ohne Sivanich, das sind die entscheidenden Punkte. Wir werden daran erinnert, was immer schon wahr war, dass der Sinn unseres Lebens das Streben nach dem Himmel sein sollte. Danke und Gottes Segen. Wer mehr über das Thema erfahren will, mein Buch Garabandal, Warnung und Wunder bekommt man auch hier am Bücherstand und natürlich auch im Internet oder bei Ihrer katholischen Buchhandlung. Und gleich können noch 3-4 Fragen gestellt werden. Da bin ich gerne bereit und ich bin auch gerne bereit und signiere dann aber vorne. Wir wollen ja nicht, dass der Herr die Händler aus dem Tempel treibt. Vorne dann die Bücher. Danke und Gottes Segen. Ja. Wer jetzt noch eine Frage hat, der ist herzlich eingeladen. Ich habe ein Mikro in der Hand und Sie können sich einfach melden und dann werde ich kommen und Sie können die Frage an Dr. Hesemann stellen. Genau. Wer hat denn eine Frage und hat den Mut, die Frage öffentlich zu stellen? Nur Mut. Einen wilden Hund habe ich gerade bei einer Schwester abgegeben, also insofern, es besteht keine Gefahr. Ganz lieber 9 Monate junger Setter. Ja, der Herr mit der grünen Mütze. Oh, hier.
Dame, Entschuldigung, mea culpa. Ich bin sehr verkühlt. Ich möchte fragen, ob alle Kinder oder wo sie jetzt noch leben, die Seherkinder vom Vater. Wo sie leben, die Seherkinder? Drei der vier Seherkinder leben noch. Und drei der vier Seherkinder gingen nach Amerika. Einer von den dreien ist verstorben. Conchita und Jacinta leben noch. Mariloli ist verstorben. Und die vierte lebt in Spanien, aber nicht in Garabandal. Warum? Weil in einem so kleinen Dorf zu bleiben bedeutet, man lebt wie ein Tier in einem Zoo. Es kommen jeden Tag Menschen, die was von einem wollen, die einen belagern. Und man wird zum Star erklärt, was man gar nicht will, was auch gar nicht gut ist. Die wollten ursprünglich alle vier in ein Kloster, aber haben dann auch von der Gottesmutter in den Hinweis bekommen, dass das nicht ihr Weg ist, dass ihr Weg ist, eine Familie zu gründen, Mutter zu werden in der Welt. Und sie haben alle wunderbar gläubige Familien und wie gesagt, die drei, die in den USA leben respektive gelebt haben, waren auch mit Mutter Teresa zum Beispiel eng befreundet, haben Gebetskreise in ihrer Heimat. Conchita hat noch eine Wohnung in Fatima und wird vor der Bekanntgabe oder vor der Ankündigung des Wunders da auch hingehen, dass sie dann schneller und auch mit dem Auto in Garabandal sein kann. Aber Conchita alleine, und da muss man auch sagen, dass das Prophetische, warum hat die Gottesmutter nicht gesagt, alle vier künden das Wunder an, warum nur Conchita? Mittlerweile wissen wir, Mariloli lebt nicht mehr. Die hätte es also nicht ankündigen können. Und vielleicht Jacinta, wir wissen nicht, ob Jacinta noch lebt, wenn das Wunder geschieht. Conchita lebt noch, ist in den 70ern, wie ich eben gesagt habe, 1949 geboren, also 73 oder 74. Und sie wird nach der Botschaft der Gottesmutter das Wunder ankündigen. So, ich glaube, hier noch eine Meldung. Ja. Haben Sie Gelegenheit gehabt, mit einem der Seherkinder zu sprechen? Pardon? Haben Sie Gelegenheit gehabt? Leider nein, ich habe es probiert. Ich war sogar in New York, aber sie wollen überhaupt keinen Rummel mehr, sondern nur in ihrem engsten Kreis, im Gebetskreis leiten, ja, aber sie wollen also gar nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen. Jacinta hat noch mit einem spanischen Journalisten ein Interviewbuch gemacht vor ein paar Jahren, was aber noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Vielleicht ein Tipp an die katholischen Verleger, die das mitbekommen. Aber eigentlich wollen also die alle, und die hat dann auch gesagt, damit hat sie dann aber ihre Schuldigkeit getan, wollen nicht im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Was ich auch verstehe, was auch Lucia gemacht hat. Lucia ging in einen Karmel von Fatima, die Seherin von Fatima, also in ein Klausurkloster, wo überhaupt nur Verwandte und Bischöfe und Kardinäle hin durften, Bischöfe nicht mal, nur Kardinäle hin durften. Und auch sie wollte eben nicht mehr im Mittelpunkt stehen, weil eben, wenn die Erscheinungen vorbei sind, man hat alles veröffentlicht, man hat alles gesagt, was die Gottesmutter wollte, dass gesagt wird. Und dann entsteht ganz schnell ein ungesunder Personenkult. Und dieser ungesunde Personenkult tut weder der Seherin noch den Gläubigen gut, weil es geht ja nicht um Conchita, es geht nicht um Jacinta, es geht nicht um Mariloli, es geht um die Gottesmutter. Es geht um die Gottesmutter. Und es geht darum, dass wir dem Herrn begegnen. Wir sollen den Herrn empfangen. Wenn wir nach Garabandal pilgern, wunderbar, ist ein Gnadenort. Wichtig ist es am Tag des Wunders. Aber das Entscheidende ist nicht, wo wir hingehen, sondern das Entscheidende ist, dass wir die Botschaft verinnerlichen und die Botschaft leben. Und es ist viel wichtiger und wertvoller, den Herrn zu empfangen, als eine Conchita zu treffen. Und das würde Conchita selber sagen, also bitte nicht denken, ich würde sie geringschätzen, im Gegenteil, aber sie selber würde das auch sagen, bitte keinen Personenkult. Noch eine Frage, wer hat noch eine Frage? Der Herr. Ja,
Und eine ganz kurze Frage, und zwar bezüglich Kommunionempfang. Man soll ja vorher das Confito Claveteo beten und dann nachher, nach der Kommunion. Was empfehlen Sie? Damals war ja von der Kirche empfohlen, 3 Stunden Abstinenz vor dem Empfang der Heiligen Kommunion. Später hat dann nach dem Konzil die Kirche es auf 1 Stunde reduziert, und natürlich relevant und entscheidend ist, was die Kirche lehrt, und der Engel hat ja damals den Kindern auch vermittelt, was die Kirche gelehrt hat. Aber es heißt 3 Stunden Nüchternheit vor dem Empfang der Kommunion und dann eben das Confiteor beten und danach das Anima Christi beten nach dem Empfang der Heiligen Kommunion. Und es wird empfohlen, der Kommunionempfang auf Knien und mit dem Mund. Aber wie lange man danach nüchtern bleibt, wurde nun in Garabandal nicht thematisiert. Letzte Frage. Nur Mut, meine Damen und Herren. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Kann es sein, dass sich das Strafgericht immer weiter nach hinten verzögert? Weil mir ist nur aufgefallen, da ist immer so ein Konditional, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt. Können Sie dazu etwas sagen? Es ist möglich, es gibt ja auch keinen festgesetzten Zeitpunkt, alles ist eine Folge von Ursache und Wirkung. Unsere Sünden machen das Strafgericht notwendig, mildern es ab, wenn wir Buße tun, oder verschlimmern es, wenn wir es nicht machen. Also insofern, es ist möglich, dass das Strafgericht immer wieder verschoben wird, um der Menschheit noch eine Chance zu geben, weil der liebende Gott eben auch bestimmte Bemühungen sieht. Zum Beispiel haben die ganzen Weltjugendtage bewirkt, dass viele, viele Jugendlichen in die Kirche zurückfanden. Es gibt überall auch Jugendbewegungen, und auch wenn unsere Generation vielleicht, die Boomer, die Babyboomer, unsere Generation vielleicht eher von der Kirche entfernt wurde, kommen die Jugendlichen nach und bringen so viel Gutes. Und insofern, natürlich kann das Strafgericht aufgeschoben und abgemildert werden. Das entscheidet Gott allein. Aber der frühestmögliche Zeitpunkt, das haben die Botschaften ganz klar gesagt, wäre eben nach dem 4. Papst, nach Johannes dem 23. Also, was wäre natürlich geschehen, wenn Johannes Paul II. Bei dem Attentat 81 gestorben wäre? Vielleicht wäre Benedikt eben dann schon Papst geworden. Die Frage, wie lange und so weiter und so fort. Also insofern, wie viele Päpste hätten wir seitdem bekommen? Also natürlich, der Mensch ist Mitgestalter der Zukunft. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben, dass der Mensch die Entscheidung treffen kann, ob er mit Gott in die Zukunft geht oder die eigenen Wege geht, die dann ins Verderben führen. Und insofern, es gibt kein Determinismus, es gibt keine festgelegten Zeitpläne, das und das wird unbedingt geschehen. Wir haben es mit in der Hand. Und darum ja die prophetischen Mahnungen. Es geht ja nicht darum, wie im Horoskop, wie im Okkultismus, so am 5. steht der Mond so und so und dann wirst du dich verlieben und am 8. wird die Liebe in die Brüche gehen und am 12. Wirst du wieder eine neue Liebe finden und so weiter und so fort. Das ist Humbug. Sondern es geht immer um eine Beeinflussung einer Kette von Ursache und Wirkung. Sünde verursacht Unheil. Bekehrung verursacht Heil. Und da können wir mitwirken. Wir haben es mit in der Hand. Darum diese Mahnungen. Nicht damit sie alle Angst bekommen und heute Nacht nicht schlafen können und Albträume haben, sondern dass sie sagen, gut, ich habe die Warnung gehört. Das kann geschehen. Nun gehe ich morgen in die Beichte. Nun gehe ich übermorgen zur Heiligen Kommunion. Und dann können Sie schon mal eines garantieren. Wenn Sie das durchziehen und nach den Lehren der Kirche leben und nicht mehr in Sünde leben, dann kommen Sie auf jeden Fall in den Himmel. Wenn Sie ein heiliges Leben führen, wenn Sie die Heiligung des Alltags bewerkstelligen, dann steht Ihnen der Weg in den Himmel offen. Insofern ist die Botschaft, unabhängig davon, wann was eintrifft, wichtig für uns alle. Es ist ein Aufruf, ein prophetischer Appell an uns alle. Ändern wir unser Leben, richten wir unser Leben wieder nach Gott aus.
in der Kirche und mit der Kirche. Und helfen wir dazu beizutragen, dass Irrwege in der Kirche überwunden werden und auch die Kirche selber ihre Krise überwindet. Und das kann nur im Glauben geschehen. Darum hat zum Beispiel Franziskus sofort, nachdem er Papst wurde, an einem 13. März, an einem Fatima-Tag, sein ganzes Pontifikat der Gottesmutter von Fatima anvertraut. Weil auch er kapiert hat, ohne die Hilfe der Gottesmutter schaffe ich gar nicht, was ich machen will. Ich schaffe es gar nicht. Ich bin ja nur ein Mensch. Der Papst ist nur ein Mensch. Der Papst macht auch Fehler. Aber mit der Hilfe der Gottesmutter, wenn wir die Mutter bitten, dass sie uns an die Hand nimmt, kommen wir automatisch irgendwann auf den richtigen Weg. Und dieses Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen in Maria und auch das kindliche Vertrauen in das Wort Gottes, das müssen wir lernen. Danke und Gottes Segen. Ja, am Ende Ihrer Ausführungen sage ich ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Dr. Michael Hesemann, dass Sie bei uns waren. Und im Grunde ist schon alles jetzt eigentlich zusammengefasst, aber zwei, drei Anmerkungen darf ich noch machen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Es war irgendwie bezeichnend und ich bin da jetzt irgendwie hängen geblieben, nämlich zur Rechten steht der heilige Josef. Und der heilige Josef ist heute in unser Kloster gekommen, ich habe ihn bestellt, und er fasst irgendwie das zusammen, was ich herausgehört habe aus der Botschaft von Garabandal. Es ist einmal, wie Sie auch gerade am Ende jetzt formuliert haben, das Kindsein. Es geht um das Kindsein vor dem Vater und es geht auch in gewisser Weise um ein Stillsein. Und ein Stillsein erfahren wir dann, wenn wir anbeten, wenn wir vor den Herrn gehen. Und ich denke mir nur oft, wie viele Kirchen stehen leer und der Herr ist im Tabernakel da. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Botschaft von Garabandal, die Eucharistie ins Zentrum zu stellen, dass wir die Anbetung ins Zentrum stellen, dass wir den Herrn wieder lernen, in der Stille anzubeten, in der Stille des Herzens, um so auch unsere Umkehr zu formieren und hineinzufinden, eine wirkliche Umkehr, so wie Sie es auch benannt haben bei der letzten Frage. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und lieber Dr. Hesemann, wir hoffen bald auf Erwärmung in Maria Schutz. Und ich glaube, Sie haben uns ein Stück weit heute erwärmt. Erwärmt insofern, dass wir wieder lernen, auch umzukehren und wieder hineinzufinden in das, was uns die Mutter Gottes so in so vielen Wallfahrtsorten, in so vielen Jahren schon geschenkt hat und immer wieder anmahnt, dass wir wirklich umkehren und wirklich hineinfinden in die Liebe des Vaters. Und dafür sagen wir Ihnen auch heute herzliches Vergelt's Gott, dass Sie hier waren und das uns ein Stück näher gebracht haben. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank. Ihnen vielen Dank, dass ich wieder in diese wunderschöne, wunderbare Kirche kommen durfte, auch wenn es mir mal schwerfällt, mit dem Rücken zum Tabernakel zu sitzen. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum gut, wenn man weiß, Gott ist hinter einem und man steht also im Bannkreis des Heiligen sozusagen. Also insofern, wenn ein Vortrag dem Ziel dient, dass man Menschen zurück zur Anbetung führt und zurück zum Herrn und im Endeffekt zum Herrn im Tabernakel führt, dann ist es vielleicht doch nicht falsch, wenn der Vortrag auch vor dem Tabernakel stattfindet, weil hier ist das Zentrum unseres Glaubens, unseres Lebens, unseres Hoffens. Hier ist unser Herr und hier finden wir, wonach wir unser Leben lang gesucht haben. Noch einmal danke und Gottes Segen Ihnen allen. Zwei Vorteile hat es, Herr Dr. Michael Hesemann, Sie haben Rückendeckung. Genau. Und die Mutter Gottes hat einen großen Schutzmantel. Also von daher wird es von hinten auch noch einmal warm. Genau. In diesem Sinne möchte ich noch zwei Anmerkungen machen. Der Bruder Arthur wird jetzt gleich durchgehen. Und jetzt können Sie gerne etwas in das Körbchen werfen für einen kleinen Obolus für Dr. Michael Hesemann, dass er heute hier bei uns war. Und ganz zum Abschluss darf ich Ihnen den Segen geben. Und ganz zur Krönung werden wir noch die Mutter Gottes ehren mit dem Lied 533. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens,
des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch. Der Herr bewahre euch vor allem Bösen. Er versiegle euch in seinem kostbaren Blut und berge euch in seinen heiligsten Wunden. So seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. In Ewigkeit. Amen. 533.